Zum Wohl, Prost, die Herren. Klautschen. Zum Wohl. Prost. Aber diesmal wirklich mit der Maus, aber ohne den Elefanten. Mhm. Ja, willkommen beim Biertauchern in Folge 232. 33. Wirklich? Nein, ich habe 32 hier stehen. 32. Oder du hast eine extra aufgenommen und uns nicht mitgenommen. Nein, okay. Schade. Dann 232. Kann mich auch noch heute erinnern. Ist der 24.11.2015. Wir befinden uns in der Zypresse, Westbahnstraße 35a bei Garek, 1070 Wien. Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von WooConnect.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Und vielen Dank an dieser Stelle. Und natürlich auch herzlichen Dank an unsere Flatterer. Bernd Schlapsee und Juvo namentlich und alle anderen. Heute sind dabei der Horst, der Gregor, der Stefan, der Dennis. Tja, und dann frage ich rituell, ob ihr etwas erlebt habt, über das ihr reden wollt. Beziehungsweise, ob jemand das Titanpad vorliest, auf dem wir unsere Themenliste haben. Also, ja, ich habe dann schon einige Themen in der Themenliste. Ich habe noch immer bei einer Menge von Games zugeschaut, wie zum Beispiel bei Red Faction Guerilla oder die Geheimakte Tunguska. Und ich war jetzt mittlerweile auch dreimal im Theater. Dreimal, okay. Von Tolstoi bis Sophokles alles gesehen. Toy Story im Theater? Nein, nicht Toy Story. Achso. Tolstoi. Ach so, okay. Ja. Ich habe Toy Story verstanden. Wäre auch nicht schlecht. Ich war im Kabarett beim Thomas Maurer. Ah, schön. Ich habe mich mit meinem Akku ein bisschen hier herumgespielt. Bin über eine Indiegogo-Kampagne für einen humanoiden Roboter gestolpert. Habe wieder mal gespielt Aura Lux, das ich auch empfehlen will hier. Wunder mich ein bisschen über die Änderungen in der Car2Go-App. Und reg mich noch immer über eine App der österreichischen Staatsdruckerei auf. Und ein paar Link-Tipps habe ich im Hinblick auf Fahrräder. Nachdem ich nichts erlebt habe, weil es so kalt war, habe ich nur Links, was Fahrräder angeht. Ich probiere es nochmal mit D&D vielleicht, also Dungeons & Dragons, je nachdem, aber ja. Nur wenn Gregor auch dazu ja, kommt. Ja, dann spiele ich gern mit Cthulhu, das einmal, ja. Gerne. Ja, du redest darüber, vorher rede ich nicht drüber. Okay. Damit du endlich drauf dazu kommst. Ja. Und auch nur dann rede ich über mein Mobiltelefon, also über das Suchen eines neuen Mobiltelefons, das jetzt auch schon letzte Woche angekündigt war. Ansonsten, ich werde jetzt einfach nichts weiter sagen, es kann sein, dass ich noch andere Themen habe. Okay, und ich war auf der Comic-Con. Die erste, die in Wien stattgefunden hat. Ja, ganz kurz war ich dort. Und sonst kann ich berichten, dass ich jetzt tatsächlich zum 32C3 nach Hamburg fahre. Und das schon fix sogar was ins Wiki reingeschrieben habe. Und ich habe mir ein Spiel gekauft von Illwinter, meiner Lieblings-nicht-freien Firma. Spielefirma, die machen Dominions 4 und sie haben auch eine Nebenserie, die heißt Conquest of Elysium und da ist jetzt auch der 4er Teil rausgekommen und den habe ich jetzt 2 Tage lang gezockt und werde wahrscheinlich noch sehr viel mehr zocken und dann mich darüber gehen. Also das mache ich wahrscheinlich ganz am Schluss, dass ihr mich dann einbremsen könnt. Und außerdem habe ich auf der Comic-Con ein Interview geführt mit einem Patrick, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, von Nördlich und das Interview hören Sie im Anschluss, wenn es der Gregor hinten dran stückelt. Ja, werde ich machen. Ja, und ein Thema können wir vielleicht da noch gleich erwähnen von unserem geheimnisvollen Hörer, der immer wieder eifrig auch in unserem Titanpad reinschreibt. Vielen Dank übrigens. Ja, danke. Mitarbeit ist herrlich. Ja, und der hat uns eigentlich schon vorige Woche darauf hingewiesen, auf den OpenHPI-Kurs Spielen, Programmieren, Lernen. Und dieser läuft gerade derzeit.
Und er hat uns da gleich ein bisschen gerügt, weil, was schreibt er? Und weil ihr es letzte Woche nicht erwähnt habt, obwohl es im Patch stand, wurde die Abgabefrist für die ersten Aufgaben verlängert, sodass eure Hörer immer noch ohne Probleme einsteigen können. Emoji-Icon. Als Abschluss. Ach so. Ich weiß nicht, ich dachte, man sowas vor eigentlich. Ja. Schwierig. Grins. Zwink. Zwink. Ja. Hm. Ich muss dazu sagen, meine Firma heißt ja selbstgewählte Firmenbezeichnung Spielen Programmieren und ich habe dem betreffenden Herrn eine E-Mail geschrieben, ganz freundlich, wo ich gesagt habe, ja, da wir den gleichlautenden Firmennamen haben, wollte sie eine Verlinkung und so, null Antwort gekriegt und deshalb schmoll ich mit denen und werden auch von mir nicht weiter verlinkt und so. Man kann wenigstens sagen, ja, hallo, aber soll jetzt ein Spamfilter lesen. Ja, trotzdem danke für den Hinweis, geheimnisvoller Hörer, lass dich nicht verzagen. Ja. Ja. Wäre das nicht nerdigste Thema? Ah, Entschuldigung, das nerdigste Thema, das nicht schön erlebendste. Also ich wollte wissen, wie viel ein Akku jetzt eigentlich verliert, so im regulären Betrieb. Also diese ganz stinknormalen, früher hat man gesagt Minion-Akkus, technische Bezeichnung ist AA, also das steht auch dann drauf, so wie es in diesen Aufnahmegeräten, die wir da herumschleppen haben. Weil ich habe immer bisher verzweifelt jede Woche neu aufgeladen, weil ich es als Backup-Gerät mitgehabt habe. Und mich gefragt, ist das eigentlich überhaupt notwendig? Und jetzt habe ich es einmal gemessen. Also ungefähr 15% verliert man innerhalb einer Woche an Akkuladung bei so einem stinknormalen Minion-Akku, wenn man nur herumliegen lässt im Gerät, im ausgeschalteten Gerät. Also Selbstentladung. Also Selbstentladung, genau. Mhm. Also das ist so ein Akku, der hat 2050 mAh Kapazität und wieder aufgeladen nach einer Woche habe ich jetzt 300 mAh. Also so ungefähr 15% einfach nur durch Herumliegen eine Woche. Ist halt auch der Grund, warum solche Akkus nicht taugen für so Langzeitanwendungen wie Wecker oder sowas, wenn ja, die nicht wirklich gut sind und darauf getrimmt sind, dass sie wenig Selbstentladung haben, dann geht das schnell dahin. Was Fernsteuerung anbelangt und Uhren, würde ich immer noch auf die altbewährten Batterien zurückgreifen. Die haben nämlich eine ziemlich geringe Selbstentladung. Müssen sie auch, sie legen ja die meiste Zeit im Geschäft nur herum. Was du meinst, sind wahrscheinlich Nickel-Metall-Hydrid-Akkus. Genau, ja. Das ist ein Nickel-Metall-Hydrid. Da muss man auch gucken, wie viel der überhaupt noch an Ladung hat. Hast du das auch gemessen? Ja, also, habe ich beim letzten Mal gemessen. Er hat noch so ziemlich seine. Ja. Ja. Das ist auch ein bisschen temperaturabhängig. Ja. Das schwankt auch ganz schön innerhalb einer Serie. Also wenn man neue kauft, ist auch ganz interessant, wenn man so ein Ladegerät hat und sich das anschaut beim ersten Mal aufladen, kann das durchaus ziemlich schwanken. Und wenn man eine Zeit lang liegen gelassen hat, kann es auch sein, dass es sinnvoll ist, ihn zu reviven, wie das die Geräte, also diese Ladegeräte, die modernen elektronischen nennen. Die laden ihn dann einmal voll, entladen ihn wieder bewusst komplett und laden ihn dann wieder voll auf. Das tut ihm gut. Und das tut ihm gut, soll wieder die Kapazität erhöhen, möglichst nah ran an die Ursprungskapazität. Und weißt du, spielt Temperatur eine Rolle? Also tendenziell, je weiter man unter Zimmertemperatur geht, desto schlechter wird's. Aha. Also man sollte sie warm lagern. Halbwegs warm lagern. Ja, aber jetzt bitte nicht übermäßig. Also nicht aufheizen. Und besonders nicht in der nicht Sonne ins Backrohr, liegen lassen. Nicht in die Mikrowelle, liebe Kinder. Ja. Blöde Frage, was passiert, wenn man Batterien in die Mikrowelle tut? Es wird blitzen, schätze ich einmal. Nicht nur blitzen, die werden höchstwahrscheinlich explodieren wie ein Ei. Ja, weil da ist ja Flüssigkeit drinnen, die Steiche werden auf jeden Fall schwingen, also da wird es dieselbe Reaktion geben. Es ist eine Flüssigkeit drin, ich weiß nicht, ob da überhaupt Wasser, es ist Wasser nicht enthalten, aber es sind Metalle drin und damit wird es blitzen. Und dadurch, dass er erhitzt, wird er auch irgendwann platzen. So, das ist so, als würde man Plus und Minuspol zusammen, dann dampft es auch und da wird es jetzt mal ein bisschen knistern. No, I expect you to die, Mr. Bond. Kann man danach spielen mit seinen Batterien. Bis jetzt noch nie eine Mikrowelle besessen, aber jetzt habe ich gerade Lust, um reinzukaufen und so eine Videokamera in super Zeitlupe laufen zu lassen. Den YouTube-Kanal gibt es vielleicht schon. Ja, es gibt das stimmt, da habe ich direkt mal ein bisschen für Leute, die sowas sehen wollen. Wie heißt das denn nochmal? Nicht Don't nachmachen, ist deren Slogan. Es ist, es gibt einen deutschen Sender, ZDF, der hat eine Sendung mit
Bernhard Hohecker und Wiegald Boning, glaube ich, heißt er. Ja. Ich habe vergessen, wie die Sendung heißt. Ich glaube, sie heißt sogar Nicht nachmachen. Mhm. Die Videos sind alle auch auf YouTube und dort machen sie Experimente. Die haben sich halt ein Grundstück gekauft. Ich glaube nicht, dass sie ihn gemietet haben, so wie ihn sie zurückgelassen haben. Und machen Experimente. Solche Sachen wie, ja, wie ist es eigentlich, wenn man zu viel Wasser ins Wasserbett reinkippt? Oder kann man über eine Stiege auch Schlauchboot fahren? Ja, ah. Ja, genau. Ich wollte nicht ein bisschen spoilern. Sie haben auch Experimente mit Thermit durchgeführt. Das ist... Kann ich nicht für den Hausgebrauch empfehlen. Also Empirie wird vorgezeigt im Fernsehen. Ja, oder einmal haben sie eine Sache gemacht, da hatten sie einen Bauernhof und haben dort versucht, Kresse-Samen im ganzen Zimmer wachsen zu lassen. Und ein paar Wochen später war da wirklich alles, bis auf die Decke, alles grün von Kresse. Also sehr lustig. Lässt sich mit einer Schleuder und Melonen das Holzdach des Bauernhofs durchschlagen. Okay, es gibt solche Experimente. Weiß ja nicht. Ja, oder kann man einen Raum abdichten, so dass man ihn komplett bis oben hin mit Wasser füllen kann? Ja. Ich sag nur eins, nein, kann man nicht. Auf aber jeden Fall, das Ergebnis ist sehr. Und sie haben auch Mikrowellenexperimente. Ja, stimmt. Auch, was ist, wenn man eine geschlossene Dose Chili con Carne auf den Herd stellt? Und sie dir schaut das gerne. Ja. War sehr spaßig. Ich kann einfügen zum Thema deutsche YouTube-Kanäle mit dem Thema Don't Try This at Home, der Slingshot Channel. Okay. Das ist ein Deutscher, der auf Englisch spricht, aber er spricht so herrlich Englisch, dass man... merkt, das ist da schon. Und der Typ lebt sein Kind im Manne aus, was ich sehr bewundere, und er baut Schleudern, sehr große Schleudern, Slingshots. Und dann macht er so, konstruiert er so, schaut aus wie so römische Ballistas, mit denen er dann so Säge, Kreissägeblätter auf die Scheunenwand pfeffert und so. Und macht er so gigantisch große Slingshots und dann lacht er immer, wenn er damit herumfeuert. So ein Held. Für die, die nicht wissen, was ein Slingshot ist, ist eine Zwille. Okay, eine Zwille. Ah, Zwille hat man nichts gesagt. Slingshot? Nicht? Ja, nein, wirklich Zwille. Steinschleuder, Zwille. Ah, interessant. Wobei, muss man jetzt genauer sagen, bei Steinschleudern gibt es ja die, die du drehst sozusagen. Ja, von David und Goliath und die mit einem Gummizug. Ne? Ja. Und er baut so riesige Holzkonstruktionen mit riesigen Gummibändern. Mhm. Also, ja. Wer als Kind Uhakal geschossen hat. Das ist das. Sehr schön. Das, der baut das halt groß. Das wäre ein tolles Transportmittel. Das ist ein Elon Musk vorschlagen. Ich mir auch gedacht. Ja, haben wir noch was Technisches? Sicher doch, oder? Ja, das Ding gibt es noch nicht wirklich. Also einen Prototypen gibt es, nennt sich Alpha 2, ist ein humanoider Roboter. Und ich bin gerade schwer in Versuchung, den auf Indiegogo. Alpha 2, ja. Du möchtest Geld ausgeben. Ich bin schwer in Versuchung, da doch Geld drauf zu werfen. Allerdings $800 sind doch eine Menge Kohle. Und was kriegst du dafür? Wenn er nur die Hälfte dessen könnte, was er laut Video kann, wäre es schon wert. Und ich nehme an, das ist jetzt kein so japanischer Sexroboter, der... Nein, es ist ein... Der kann sich auch wirklich bewegen. Ja, ein humanoider Roboter, relativ ähnlich aussehend dem Kleinen, der mal in dem Technischen Museum auch vorgestellt worden ist. Hieß der Nio oder so? Ja, Nio, ja. Der so tanzen kann und so. Ja, ja. Also der Französisch, ne? Optisch sieht er aus wie ein Rip-Off davon, hat auch über 20 Motoren, also kann sich auch ziemlich bewegen, kann auch tanzen. Aber er ist groß oder klein? Ist so, wird das sein? Zwei Handspannen lang, also 50 cm. Also 2 Liter Flasche Wein, so groß. Ja. Mhm. Und ist auch programmierbar in dem Sinn, dass sie versprochen haben, eine API zur Verfügung zu stellen. Und man kann ihn auch per Apps steuern, die sie teilweise mitliefern dann. Mhm. Das ist, also es ist ein überraschend großer Fundus an Versprechungen, Sensoren und Applikationen, den es damit geben soll. Also ich habe, was ich so in letzter Zeit geschaut habe, ist das sonst so die 5.000 € Liga, in der Roboter mitspielen würde. Der wäre 800 Euro. Und der wäre $800. $800. Was auch so in der 800 € Gegend wahrscheinlich dann mit Versand und so weiter landen und würde. Steuern. Und man hat dann halt auch noch immer das Risiko, ob wirklich aus dem Indiegogo-Projekt was rauskommt. Ja.
Wobei immerhin im Video gibt es ihn schon und er tut auch schon Sachen. Inwieweit es gefaked ist, ist natürlich wieder eine andere Frage dann. Na, aber der reizt mich gerade momentan. Und was willst du mit deinem Roboter machen? Der sitzt dann auf deinem Schreibtisch und schaut dir beim Programmieren zu und reicht dir dann eine Tasse Tee? Wie groß ist der? Achso, ja, stimmt, genau, zwei Spannen, okay. Stimmt. Na, sie haben divers, also er hat natürlich auch WLAN und so weiter, also man kann alle möglichen Steuerungsaufgaben damit lösen und so. Also ich denke mal, es wäre ein hübscher in der Wohnung herumlaufender Roboter, der alle möglichen Sachen macht. Kann er Treppen steigen? Dafür ist er sicher zu klein. Also da müsstest du sehr kleine Zusatztreppen einbauen an deine Treppen. Aber ich glaube auch, dass wir da nicht schaffen. Dafür hat er zu wenig dynamisch ausgesehen. Also Treppen steigen. Wie bei der Türschwelle wird er wahrscheinlich schon drüber kommen, aber das wird es dann wohl sein. Ja, vielleicht kann man ihn trainieren, dass er sich so wie der Marvin verhält, so ein trauriger Roboter, der sich umschlurft und dann dich nur anschaut, seufzt und weitergeht. Wie geil, was du sagst. Aber dann fehlt nur noch, dass, wenn du die Tür aufmachst, das Seufzen kommt. Hat Sprachausgabe, hat eine Kamera drin, hat eine ganze Menge andere Sensoren, also natürlich Mikrofon drinnen auch, eben sehr viele Motoren, sodass er sich recht natürlich bewegen kann. Das schaut alles recht manierlich aus. Schaut recht putzig aus, ja, mal anschauen. Ja. Sie sind auch weit schon über dem Ziel, das sie erreichen wollen, was ich so gesehen habe. Also, sie werden es wohl machen. Ja, mal sehen. Ja. Muss man dann immer abwarten, wie erfolgreich diese Crowdfunding-Kampagne ist. Ja. Ich habe jetzt eine traurige Story gelesen, die Leute, die das Yolla-Phone rausbringen, haben dieses Tablet gecrowdfundet. Und das hätte jetzt schon den Sommer beginnen sollen mit der Auslieferung, aber anscheinend sind die in finanziellen Schwierigkeiten und jetzt weiß man nicht einmal, ob jeder, der vorbestellt hat, überhaupt eins bekommt und die Hälfte der Mitarbeiter ist irgendwie schon, sie sagen zwar nur temporär, aber die sind irgendwie schon draußen aus der Firma. Einer der Gründer hat sich schon was Neues gesucht. Also das ist alles schon so, ich hoffe, dass sie das noch irgendwie hinbekommen, weil das war schon irgendwie ganz, das ist ja doch ein Nachfahre von Memo, dieses ganze Selfie-Show ist. Also das wäre wirklich schade, weil das ziemlich vielversprechend ist. Ja. Aber dadurch, dass es Closed Source ist, haben die gleichzeitig ein anderes Problem. Die Open Source-Gemeinde steht nicht dahinter. Wenn sie es Open Source machen würden, könnte es sein, dass das Projekt prinzipiell Erfolg hat, aber das heißt nicht, dass das Unternehmen dadurch überleben wird. Also aus deren Perspektive kann es ihnen jetzt wurscht sein, ob Closed Source oder Open Source, weil sie in beiden Fällen schlecht dastehen. Aber ja, für uns Benutzer wird es natürlich auch wieder einen Anreiz bieten, es dann dadurch erst zu kaufen. Weil dadurch, dass Closed Source ist, also dass ich die Software nicht herunterladen kann, habe ich wenig Interesse daran. Ja, es gibt zurzeit eben kein System, was so wirklich sexy ist von einem Open-Source-Perspektive heran. Ich erinnere mich an das OpenMoko, das es mal gegeben hat. Leider ist es in der Zeit voraus, hat es finanziell nicht geschafft. Aber was fehlt, man kann sich auf einen Punkt bringen, so eine Art Debian für Phones. Also wirklich, was den auch diesem Anspruch an Offenheit gerecht wird. Es gibt noch Firefox OS. Das ist noch interessant, ja. Und die haben auch inzwischen eine App rausgebracht, die man auf Android installieren kann. Und es gibt inzwischen sogar Images für einige Android-Mobiltelefone. Das heißt also, ich glaube, das Nexus 5, da läuft Firefox OS inzwischen drauf. Also man kann es sich installieren. Ja, das dürfte überhaupt so ein Trick sein. Also bei dieser Firefox-App handelt es sich um eigentlich einen quasi Launcher. Der übernimmt deinen Homescreen und irgendwie deine Menüs, die du halt so hast, wenn du dein Phone öffnest, und stellt dir das so dar, als wäre es ein Firefox OS, sodass du es eigentlich schon beschnuppern kannst, würde mir das von der Interaktion her gefallen. Aber es ist eigentlich nur eine App für Android. Und man sieht das, also es sind nicht die einzigen, die das versuchen, weil Microsoft hat ja auch diesen Error-Launcher rausgebracht, glaube ich, heißt der. Und die versuchen auch so einen ähnlichen Pins zu geben. Arrow, genau. Ja, genau. Ist halt so. Aber den Firefox-Starter, den habe ich mir nämlich eh auch aufgeschrieben als Thema und den muss ich noch ausprobieren, weil ich sicherlich mal die Tage installieren. Ja, wenn würde ich schon das für Betriebssystem selbst installieren und nicht nur eine App. Ja, wenn ich nicht so faul wäre. Ja. Dual-Boot-fähig wird es, sind die meisten Geräte leider nicht, daher funktioniert es nicht. Es ist auch noch eine andere Kickstarter-Kampagne, ich weiß jetzt gar nicht mehr welche, ich glaube, das war ein Spiel oder sowas, auch gescheitert, auch ziemlich groß in den Medien gerade gewesen. Man ist halt nicht gefeit, auch wenn Projekte sehr erfolgreich sind, aber das ist eh gut, ich meine so,
Ein Drohnenprojekt ist auch jetzt wieder gescheitert. Ja, genau, ein Drohnenprojekt. Das war eines der erfolgreichsten Europas. Ja. Stimmt, die europäische Drohne. Aerodrone. Die hätte den Menschen, der sozusagen die Drohne beherrscht, folgen diese, können sollen. Ah, diese, wo du so jemanden text und sie fliegt dir hinterher, genau, und filmt dich. Ja, genau. Ja, davon habe ich was gelesen. Und die ist jetzt nicht gefoundet worden. Die wäre gefoundet worden. Also aber nicht, wird nicht geliefert, ist jetzt gescheitert. Ja, die wurde schon vor Ewigkeiten gefoundet und jetzt haben die Insolvenz angemeldet. Naja. Es ist dann halt auch schwer zu deliveren. Also ich kann mir das schon gut vorstellen, wenn ich so rangehen würde mit so, ja, und ich habe da diesen Bauplan und ich könnte das so und so machen und dann bestellt man das sich vielleicht, wenn man es selber nicht herstellen kann, irgendwo bei einer Fabrik aus China und dann kommt irgendwas zurück und dann kann da ganz schnell die Kohle weg sein. Gut. Ich meine, das muss doch klar sein, wenn du Sachen, die hauptsächlich aus Marketing bestehen, fandest. Kann auch sein, dass die halt nicht deliveren. Ja, total. Es ist halt schwierig. Das geht halt ein, das Risiko. Das ist halt, ja, genau. Ja, du musst, man steht muss sich wahrscheinlich auch drauf in den Bedingungen, die man da so wegklickt. Ja, na klar. Ist das schwierig, auch da durchzusteigen. Es gibt auch immer unvorhergesehene Probleme. Ich kann mich noch erinnern, als ein einer bei Kickstarter, glaube ich, war es. Ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Ist wurscht, es gibt ja mehrere Crowdfunding-Plattformen. Ein Projekt gestartet hat. Und zwar eine HDMI-Capture-Karte für einen Raspberry Pi. Mhm. Super Idee. Ich wollte es auch, das war eine der Sachen, wo ich gesagt habe, boah, das ist wirklich eine gute Idee. Für 100 Euro, glaube ich, wollte er es rausbringen. Und während es gefundet wurde, es war schon ziemlich weit, haben die gesagt, okay, wir schaffen es doch nicht. Die wussten halt, es müsste möglich sein. Sie haben auch angefangen zu entwickeln und so weiter. Und schon bereits während es gefundet wurde, sind sie drauf gekommen, es ist nicht möglich, weil der Broadcom-Chipsatz das nicht ermöglicht. Also es wäre prinzipiell möglich, aber dann hätten sie so viel reverse-engineeren müssen und dann haben sie es sein lassen. Also sie haben dann gesagt, okay, wir brechen es ab im Sinne der Leute, die es haben wollen. Ja, man weiß halt nicht, ist wahrscheinlich bei Hardware noch ein Stück irgendwie risikoreicher, als wenn man nur Software herstellt. Das ist Horst. Horst reist immer wieder gerne ins Ausland. Dafür muss er einen Pass mitnehmen. Das ist unbequem, denkt sich Horst. Nein, Horst hat einen Personalausweis der Republik Österreich, mit dem er angeblich in der ganzen Europäischen Union herumfahren darf. Autsch. Ich bin Stefan. Stefan besitzt kein Auto. Deswegen behagt er sich immer wieder ein Auto aus und dann muss er einen Führerschein mitnehmen. Das ist unbequem. Klingt komisch? Ist aber so. Warum hat Stefan seinen Lappen nicht im Geldbörsel wie jeder männliche Mann? Ja, ich finde es eigentlich auch gar nicht so wirklich unbequem. Ich habe nur gelernt, dass das unheimlich unbequem ist, weil ich einen Artikel im Standard gelesen habe, den ich nicht ganz gepackt habe. Nämlich die österreichische Staatsdruckerei wird eine App entwickeln oder hat eine App entwickelt die genau diese beiden Probleme, die ich da jetzt etwas blöd umschrieben habe, lösen soll. Moment mal, einmal bitte. Hat mir noch nicht gehört. Nämlich My Identity App. Und da muss ich jetzt einen Absatz zitieren. Ja, bitte. Um Datenmissbrauch zu verhindern, also es soll darum gehen, dass man eben die Dokumente nicht mitschleppen soll, sondern dass sie halt per Handy zur Verfügung gestellt werden. Wie heißt der Schildbürgerstreich? MyIdentity? MyIdentity App heißt das Ding. MyIdentity. Um Datenmissbrauch zu verhindern, werden die sensiblen Daten nicht auf dem Mobiltelefon, sondern zentral in der Cloud gespeichert, an die sich das Handy über eine verschlüsselte Internetanbindung andockt. Der Austausch der Daten bei einer Ausweiskontrolle erfolgt erst nach erneuter Bestätigung des Ausweisinhabers auf dem eigenen Handy und das Fremdgerät bekommt dabei über ein Hashtag-System ebenfalls nur Zugriff auf die Cloud. Die Daten bleiben dort sicher verwahrt. Ich sage nur Hashtag Facepalm. Und um das System etwas später dann im Artikel, um das System noch sicherer zu gestalten, wird die App zusätzlich mit Fingerprint oder PIN-Eingabe geschützt. Mhm.
Und ich habe es nicht ganz gepackt, wo ich das gelesen habe. Das war auf Twitter, war ein Verweis drauf. Es war nicht 1. April. Und ich habe dann auf Twitter geantwortet, das wird wieder ein Security-Desaster geben. You can quote me on this. Und habe mich dann gefreut, dass ich echt auf einen Tweet von mir zu einem Artikel von einer Zeitung, von der Zeitung auch eine Antwort bekommen habe. Vom Standard? Oder? Von der Future Zone. Ah, ja. Also der Artikel war in der Future Zone, habe ich Standard gesagt. Also es ist in der Future Zone der Artikel. Ich werde auch verlinkt in den Shownotes. Und zwar vom Chefredakteur von der Future Zone, der dann gemeint hat, ja, typisch europäische Denkweise, da immer sofort die Security vorschieben und die ganzen super Optionen, die sich damit ergeben, die werden in den Hintergrund gedrängt und die Innovationen, die werden nicht wirklich bedacht. Und ich musste wieder darauf antworten, weil mich das auch wieder geärgert hat im Endeffekt. Der gehört entlassen. Innovativ wäre es gewesen, wenn man das Problem richtig gelöst hätte und nicht, indem man die Daten in die Cloud hochlädt und dort verwahrt. Also ja, ich stelle mir gerade so vor, ich bin jetzt gerade in Deutschland und die Passkontrolle ist da. Und ich bin mit meinem Mobiltelefon da und ich habe noch keine ausländische SIM-Karte, mit der ich dann ins Internet komme. Das wird teuer. Ja, kein Empfang. Kommen Sie mal mit. Ja, genau. Sie können sie nicht ausweisen, aber ich habe mein Mobiltelefon. Dass es sowas wie ein Recht darauf gibt, kein Mobiltelefon zu haben. Aber das ist, glaube ich, schon denkunmöglich. Ne? Jetzt kann die... Na gut, das ist was anderes. Man kann immer noch ein Pass oder sowas haben. Also... Jetzt kann eine Softwarefirma prinzipiell entwickeln, was sie will. Nicht? Also das ist mir im Großen und Ganzen wurscht. Aber wenn das die Staatsdruckerei macht, dann ärgert es mich schon ein bisschen. Mhm. Und noch mehr ärgert es mich dann, wenn ich dann noch einen Satz zitiere, den ich da finde. Innenministerin Johanna Mikl-Leitner begrüßte die Lösung der Staatsdruckerei, die unter anderem für die Herstellung der Reisepässe verantwortlich zeichnet. Ich weiß nicht, warum das dann eine Begrüßung hervorruft. Ich glaube nicht, dass das wirklich eine gute, durchdachte Idee ist. Unreflektierter Hurra-Journalismus. Ne? Ja. So, jetzt geht's mal besser. Also, sehr gut, ich hatte bisher über Future Zone eigentlich eine gute Meinung. Aber damit sind die wirklich bei mir sowas von unten durch. Das ist das Schlimmste, was ich je von einem jemanden wirklich so gelesen habe, als Reaktion direkt zu sagen, ja, die direkt irgendwie gibt es da welche, denen es um Sicherheit geht. Also Sicherheit als ein Unding darzustellen, das ist ein Unding. Also ich muss ein bisschen Future Zone verteidigen, sind ganz gute Journalisten dabei. Auch dabei, aber ja, deswegen verwundert das. Bis auf den Chefredakteur anscheinend. Ja. Der wird entlassen. Ich werde es weiterlesen und werde es weiter kommentieren, wenn es was zu kommentieren. Hat er dich erfolgreich getrollt, jetzt hat er die Leserbindung erhöht. Ja, stimmt. Genau. Immer aufpasst. Eine seiner Security-Journalistinnen folgt mir allerdings jetzt auf Twitter, immerhin, das war es wert. Gut. Ja. Zum Thema Nörden. Ich kann berichten, dass ich mich erfolgreich angemeldet habe für den 32C3, für den Chaos Communication Kongress, wo auch der Stefan hinfährt, was ich gehört habe, was mich speziell freut. Und ich habe mich, glaube ich, erstmals in meinem Leben im Vorhinein schon mit dem Wiki der Veranstaltung beschäftigt, was sonst wie Shownote machen nicht meine, also wie Podcast-Vorbereitung nicht so meine Art ist. Und war sehr erstaunt, wie toll das alles organisiert ist im Wiki. Okay. Also, weil ich konnte meine Projekte eintragen und jetzt bin ich sogar sehr versucht, sogar eine Art Assembly für mein Projekt einzutragen, also dass ich dann wirklich wo einen Tisch haben werde, wo mein Projekt halt irgendwie physikalisch zu finden ist. Also schön, du hast einen Standortphase. Noch nicht ganz, aber ich hätte die Möglichkeit dazu. Also die entsprechende Webseite war noch nicht, Wiki-Seite war noch nicht ganz freigeschaltet, aber ich habe zumindest schon mal das, worüber ich reden will oder worum es mir geht, habe ich schon eintragen können. Das hat mir sehr gefallen und das ist ein Media-Wiki, wie man es auch von Wikipedia kennt. Okay. Und das ist relativ clever gemacht. Also du füllst deine eigenen Sachen aus, deine Profilseite und so, und er versucht daraus gleich zu generieren, an welchen Projekten du teilnimmst, und wenn du eigene Projekte oder Assemblies, also so Workshops hast, versucht er das gleich darzustellen. Das ist schön, weil das MediaWiki an sich ist recht rudimentär von der Funktionalität her. Also da haben sie sich anscheinend schön hergerichtet. Ich glaube, da haben sie ein bisschen reingehackt. Ja. Und sonst finde ich die Idee auch ganz gut, weil man ja
ja immer sagt, dass du gehst auf eine Konferenz und das Wichtige passiert auf den Gängen, also auf den Fluren der Konferenz und nicht unbedingt auf den Vorträgen. Deshalb zahlt es sich ja auch aus, physikalisch auf einer Konferenz zu sein und nicht nur zu Hause die Videos von der Konferenz anzuschauen. Und ich glaube, durch dieses Konzept, dass du jetzt wirklich möglichst jeder schon im Voraus seine, was sonst ein Lightning Talk wäre oder ein spontanes User Group Meeting, wenn man das schon als im Voraus versucht, zumindest darzustellen und zur Verschriftlichung und da vielleicht auch irgendwie Leute zu finden, das glaube ich sehr den Informationswert oder das Erlebnis dort steigern wird. Also ich bin sehr angetan davon. Und das ist ja schon eine Riesenliste an Talks und so. Also es ist extrem tolle, unheimlich viele Programme. Mit Tags und allen. Ja, und falls das jetzt jemand hört, der auch am 32C3 ist, ich möchte dort über mein International Open Magazine, also Zeitschriftprojekt, Leute finden, die Artikel schreiben über Konferenzen. Wird der Derek auch dort sein vielleicht? Oder? Nein, der ist in den USA. Also ich habe bisher noch keinen, nur ganz kleinen E-Mail-Kontakt. Ich werde den mal einen englischen Podcast machen. Ich werde den Aufenthalt in Hamburg nutzen, um dort in der Gegend auch eine Firma zu besuchen. Aha, und zwar? Einen Fahrradhersteller, einen Lehrradhersteller. Echt? Nämlich die Firma Toxi. Okay, die kenne ich nicht. Die sitzt, ich glaube, so 40 Kilometer nördlich von Hamburg. Da werde ich einmal hinfahren und ein Fahrrad dort antesten, das mich sehr interessiert. Das sind nämlich relativ hoch gebaut, also dass ich auch das Gefühl hätte, mich im Straßenverkehr relativ sicher zu fühlen. Ein Hochliegerad? Ein relativ hochgebautes Liegerad, sagen wir so. Oder so ein Doppelbett mit Rädern. Moment, sind das Mountainbike-Liegeräder? Nein, das auch wieder nicht. Stockbett. So schlimm ist es auch wieder nicht. Aber es wird eben nicht explizit drauf, oder nicht extrem versucht, in den Luftwiderstand zu gehen mit den Standardmodellen dort, sondern versucht, dass man möglichst komfortable Liegeposition hat. Also die Position... Eher sitzend? Ich würde sagen, schon liegen. Das ist schon ziemlich horizontal, die ganze Geschichte, um doch mit dem Luftwiderstand wieder okay zu sein. Und auch, man sitzt nicht auf einem Sattel, sondern eben auf einem Sitz oder in einem Sitz, wie man das dann formulieren will, so einem Spannsitz drin. Mhm. Und das macht einen recht bequemen Eindruck. Also das werde ich mir jetzt einmal in live geben und dann werde ich nachher berichten davon, wie es ist. Man kann ja dann meine Verletzungen sich ansehen, ob das schwierig ist zu lernen. Ja, viel Erfolg. Ja. Bei hohen Liegerädern muss man beachten, dass natürlich die Unfallgefahr wesentlich größer ist, weil das Gewicht wesentlich höher ist. Schwerpunkt ist höher, Genau. Ja. Und im Zusammenhang damit bin ich auch über zwei Fahrrad- Seiten gestolpert. Mich interessiert nicht so arg das Thema Liegerad, sondern eben dieses bequem Radfahren und mit einem Rad auch transportieren können. Also ich habe mir, glaube ich, erwähnt, dass ich einen Anhänger an meinem Fahrrad anhänge, wenn ich mehr zu transportieren habe. Und im Zuge dessen habe ich recherchiert und auch zwei Webseiten gefunden, beides deutschsprachige Webseiten, die sehr viel über die unterschiedlichen Möglichkeiten und Produkte, die es in dem Bereich gibt, berichten. Die eine Webseite nennt sich Velotransport. Und die andere nennt sich nutzrad.de und wenn man sich die beiden Webseiten anschaut, hat man ziemlich einen aktuellen Überblick, was es derzeit gibt auf dem Nutzradmarkt. Und das ist wirklich schon mittlerweile beeindruckend, also in der Größenordnung so irgendwas um die knapp 100 unterschiedliche Typen gibt es da schon mittlerweile. Ich muss auch sagen, subjektiv in Wien erhöht sich die Zahl der Lastenräder, die ich in Wien sehe. Noch vor 10 Jahren kann ich mich nicht erinnern, dass ich das gesehen habe in Straßenverkehr. Ich glaube, der Haupt-Use-Case in Wien ist noch Kindertransport, die sieht man relativ oft, wo sozusagen Kinder vorne dann in einer Box drinnen sitzen. Da gibt es so drei Hersteller, die da ein bisschen konkurrieren, also die Christiana aus Dänemark, aus Kopenhagen, dann gibt es die Babos, das ist in Holländer relativ neue, relativ günstige. Dritte Firma fällt mir gerade nicht ein. Also da sieht man jetzt auch immer mehr. Der Haken von den Dingen ist nur allerdings wirklich flotter um eine Kurve fahren. Wenn es drei Räder sind, kann man mit denen nicht, weil die dann auch wirklich umkippen können. Also da gibt es auch relativ heftige Videos dann auf YouTube zu finden diesbezüglich. Aber es gibt auch das in Zweiradform, also da sprießt der Markt wirklich gerade bei diesen Transporträdern. Jo. Schöner Leben. Dennis, noch irgendein Nerd-Thema? Oder?
Ein bisschen. Oh ja. Ich möchte auf jeden Fall von deinem Phone hören. Von meinem Mobiltelefon. Ja, ja, genau. Weil ich habe gerade das Problem, jemand in meinem Umkreis sucht ein Phone und ja, schauen wir mal, was du zu diesem sagst. Ja, ich habe mir ziemlich viele Mobiltelefone angeschaut. Ich hatte ein paar Vorgaben von mir her. Ich wollte eins, das eine ziemlich lange Akkulaufzeit hat. Mhm. Das heißt also sowas wie das Moto G ist deswegen schon rausgefallen, weil die Akkulaufzeit ziemlich gering ist. Okay. Oder sollte ein Android-Phone sein wahrscheinlich, oder? Eins, wo ich das Betriebssystem austauschen könnte, wo ich eventuell sogar Firefox OS aufspielen konnte. Mhm. Also iPhone fliegt. Ja, das war allein schon preislich. Ich wollte ursprünglich bei ungefähr 200 Euro sein, aber inzwischen bin ich weit drüber, fast doppelt so viel, aber ich habe mir gedacht, es ist wert. Das OnePlus One war trotzdem drin, obwohl die Akkulaufzeit wesentlich geringer ist, weil es nämlich sehr schnell geladen werden kann. Das OnePlus 2 ebenso. Das hat aber ist von der Akkulaufzeit schon wieder besser gewesen. Dann gab es noch das OnePlus X mit Keramikgehäuse. Das fand ich schon irgendwie geil. Besonders für den Preis von 240 Euro. Ich habe gedacht, okay, ich guck mal, ob ich einen Invite bekomme. Mhm. Ich habe tatsächlich einen Invite bekommen und da hatte ich aber schon das Mobiltelefon. Mhm. Das sollte man vielleicht erklären. OnePlus ist ein chinesischer Hersteller. Ja, genau. Ein Subunternehmen von dem Unternehmen Oppo. Mhm. Von denen hatte ich mir auch noch Geräte angeschaut. Und OnePlus verkauft die Mobiltelefone nur, wenn man einen Invite hat, also eine Einladung, weil sie nicht so viele produzieren können in kurzer Zeit. Deswegen machen sie über das Einladungssystem. Dadurch vertrauen sie natürlich viele Kunden, aber gleichzeitig haben sie ein bisschen mehr Kontrolle darüber, dass nicht ganz viele Anfragen gleichzeitig ankommen. Ja, die Ansys-Serie war ja sehr beliebt, weil sie... haben Sie CyanogenMod per Default drauf gehabt? Das war Default bei der ersten Serie. Und das war natürlich sehr, du hast einerseits billige Hardware und du hast dann auch diesen sehr bekannten Custom-ROM drauf, dass da ein bisschen mehr Freiheit in die Hand gibt. Ja. Beim OnePlus 2 haben sie es nicht mehr und auch beim OnePlus X nicht, aber man kann CyanogenMod mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit installieren. Die Philosophie von Oppo und OnePlus ist, man überlässt es dem Kunden, was er da drauf haben möchte. Wenn er was anderes installieren möchte, kann er sie installieren. Und das ohne Garantieverlust. Mhm. Das ist wirklich etwas, so sollte es sein. Das ist schon mal ein Fortschritt gegenüber allen anderen Herstellern. Genau. Was für Garantieverlust anbelangt, Google, alle Nexus-Geräte, alle Sony-Geräte, alle Motorola-Geräte, HTC und LG, wenn man was anderes aufspielt, verliert man automatisch die Garantie. Mhm. Das ist etwas, was man auf jeden Fall wissen muss. Deswegen darauf achten. Wegen der Akkulaufzeit waren die OnePlus-Geräte nicht so dolle. Die Einladung habe ich sowieso zu spät bekommen. Mhm. Dann hatte ich noch auf der Liste Sony. Und zwar das Z3 Kompakt und das Z3 allgemein, weil die Akkulaufzeit von denen sind wirklich wahnsinnig. Ich habe einige, die habe ich schon selber das Z3 Kompakt empfohlen vor einem halben Jahr und die sind wirklich zufrieden. Es gibt zwar Probleme mit dem Z3 Kompakt, dass irgendwas kaputt geht oder so, aber Sony regelt das schon. Ja, allerdings habe auch nicht so schlechte Sachen gehört. Ja, also was das anbelangt, die Hardware reparieren sie. Wie ist die Software? Weißt du das zufällig? Ob da viel Bloatware oder ob die ein eigenes UI irgendwie gebaut haben? Bei Sony ist es nicht so schlimm. Nicht so schlimm ist schon einiges gewonnen. Okay, sagen wir mal so, es ist gar nicht schlimm. Ja, eben, genau, weil das ist viel wert. Also nicht Samsung. Samsung-Geräte waren in meiner Liste überhaupt nicht drin, weil auch mit dem austauschbaren Akku, was natürlich wunderbar ist, wäre auch noch eine Option. Die Geräte sind einfach zu teuer geworden. Also Samsung spielt in einer ganz anderen Preisliga. Mhm. Hatte ich auch mal drüber gesprochen, dass ich vermute, dass Samsung bald unter ferner liefen. Bei den aktuellen Geräten? In ein paar Jahren, ja. Also wird nicht mehr so interessant sein. Motorola war noch drin. Das Moto G hatte ich ausgeschlossen, aber das Moto X, alle der Serie, hatte ich noch mit drin, auch die älteren Geräte.
Ja, was gab es noch? Also LG Flex 2, ziemlich interessant, besonders mit der gebogenen Schirm, oder? Ja, nicht nur das, auch die Rückseite selbst heilend. Das Kunststoff, wenn ein Kratzer drauf ist, nach einer gewissen Zeit ist der Kratzer wieder weg. Das ist schon nett. Akkulaufzeit, super. Das ist ein Terminator-Style, ja. Ziemlich großes Gerät, ich hatte es in den Händen. Ja. Das Jota aus Russland. Das war das mit dem X-Paper-Screen auch? Genau, ne? Auf der Rückseite ist noch ein zweiter Bildschirm, der keine Akku läuft, nicht auf den Akku geht. Attraktiv. Ein E-Paper, oder? Ja, genau. Mhm. Also nur wenn ein Bildwechsel stattfindet, dann verbraucht das Ding Energie. Auch eine sehr interessante Sache. Mhm. Aber fast 800 Euro. Auch fast 800 Euro BlackBerry, das Prive. Ja, das neue Fairphone gibt es noch nicht, ne? Das ist zwei Jahre. Das kommt auch demnächst raus. Mhm. Das war aber leider mir zu lang, bis es rauskommt. Mhm. Und ich wollte auch vom Preis her, auch vom Preis her habe ich es ausgeschlossen. Leider. Das ist so teuer, das Das kostet so teuer, zwischen, ich glaube, 550 Euro. Mhm, muss es einem schon wert sein, ja. Aber es ist schon ziemlich attraktiv. Mhm. Würde ich auch im Auge behalten. Was ich im Endeffekt genommen habe, ist mehr oder weniger Zufall gewesen. Das Z3 Kompakt, alle Geräte, die ich aufgelistet habe, wo ich gesagt habe, die sind auf meiner Liste, waren auch noch bis zum Schluss auf meiner Liste, bis ich dann zum Hofer ging, beim Hofer stand, am Kasten stehe, was stand da? Ein iPhone 5S, ein Samsung Galaxy S4 Mini oder S5 Mini und ein Moto X Play. Das aktuelle Gerät von Motorola. Okay. Für 336,77 €. Ist schon eine Hausnummer, 340 Euro, aber ich habe mir gedacht, die Akkulaufzeit wird wahrscheinlich schon der Wahnsinn sein. Das ist dann zu dem Preis ja eh schon relativ nahe am kleineren Bruder am Moto G dran, oder? In der größeren Variante kostet das, glaube ich, auch ungefähr schon. Ungefähr doppelt so viel. Doppelt so was? Nein. Ja, also wenn man jetzt bedenkt, wenn man es bei Motorola direkt bestellt, also unverbindliche Preisempfehlung, weil Motorola bietet ja an, dass man es sich selber customizen kann. Dann fängt das Moto G bei über 200 Euro an und das Moto X Play fängt bei 400 Euro an. Ja, genau. Und das Moto G gibt es, glaube ich, auch inzwischen für 170 in der kleinsten Variante. Okay. Und das Moto X ist halt 340, ist, ja, das Doppelte. Mhm. Was ich wirklich wahnsinnig gut finde an dem Ding, die Akkulaufzeit. Also ich habe so erwartet, ja, 2 Tage sollte möglich sein. Ich wurde eines Besseren belehrt. Ich habe es nur nicht geschafft, unter 3 Tage zu kommen. Wow. Ist das... Ja, also YouTube-Videos und so weiter gucke ich auch ab und zu drauf und unter 3 Tage, also wirklich, es sind 3 Tage am Stück am Morgen aufgeladen und dann ist es leer, so dass ich am nächsten, an 3 Tage später am Morgen aufladen muss. Was für ein Smartphone schon beträchtlich ist. Ja, also ich bin wirklich begeistert. Beim Z3 Kompakt sieht es ähnlich aus, nicht ganz so extrem, aber auch sehr gut von den Laufzeiten. Mhm. Und das Z3 Kompakt und das Moto X Play sind von der Hardware ähnlich. Aber das Moto X Play ist viel, viel größer. Es ist schon ein Phablet. Mhm. Also, das ist einer dieser Riesenwascheln. Ja. 5, was wird das sein? Ja, 5,2 Zoll. Also, Fazit, du bist zufrieden jetzt mit dem? Ja, es hat eine Glasfrontseite und eine Plastikrückseite. Die sich nicht selbst heilt. Die sich nicht selbst heilt. Der Akku lässt sich nicht austauschen. Das ist schon geriffelt oder ist das ein aufsteckbares... Man kann es austauschen, sogar gegen Bambus. Aber das muss man beim Hersteller dann noch zusätzlich kaufen. Und du kannst den Akku wechseln oder auch nicht? Nein, man kann den nicht, der ist fest verbaut. Also ein Weg dafür, finde ich. Ja. Es geht nicht so schnell kaputt wie das Z3 Kompakt oder das Z3, weil halt die Rückseite aus Kunststoff ist und Verarbeitung, ja, ganz gut. Eines kann man ja noch dazu sagen, oder? Generell bei diesen Motorola-Geräten, die Updates kommen schnell und wenig Bloatware, also auch wenig eigene Anpassung. Stimmt, also was das anbelangt, wirklich sehr gut, weil ich habe am selben Tag noch CyanogenMod unter Garantieverlust installiert.
Das hat nicht lange gedauert, sehr gut. Ja, also weil ich wusste, man verliert bei Google-Geräten, Motorola war ja eine Zeit lang zu Google gehörig, wusste ich, dass man alle Daten verliert, wenn man es entsperrt. Also man muss zum einen auf die Motorola-Homepage gehen, sich registrieren dort und dann bekommt man einen Code, mit dem man das Gerät entsperren kann, den Bootloader, und kann daraufhin Sachen installieren. Und es ist nicht besonders freundlich, also was das anbelangt, würde ich dann doch eher zum OnePlus tendieren, wenn man das machen möchte, oder zu den Oppo-Geräten. Wo ist dann wieder der lästige Vertreter? Welches Phone hast du jetzt gekauft? Also es ist ein Motorola Moto X Play. Okay, mit dem bist du zufrieden? Ja. Okay. Sehr zufrieden. Also passt. Ich bereue es nicht. Bist du nervös, Horst? Nein, aber das ist so viel über uns. Was denn, wie geht's deinem Phone? Ah, okay. Nexus S stirbt herum. Wahrscheinlich hört wahrscheinlich keiner mehr zu. Du legst jetzt das neue Nexus 6 zu, das die Woche in Österreich rausgekommen ist? Kommt, das ist das jetzt die Woche rausgekommen, sehr cool. Fängt bei 650 an, geht bis 800. Ich habe vor, mein Nexus S, obwohl es eigentlich kaum noch irgendwas tut, also die Zeit korrekt anzeigen, so weit zu behalten, bis es wirklich kaputt geht, weil mir es halt am Geist geht, auch dieses ständig neue Handy kaufen. Mhm. Natürlich, ja. Und wenn es einmal wirklich total neu installiert kann, dann vielleicht irgendein Cyanogen-Mod drauf und noch einmal schauen. Ob das wird es für das wahrscheinlich nicht mehr geben. Komm, habe ich keine Chance. Ja. Gut. Wenn dann das Fairphone vielleicht, das wäre doch auch mein Bericht. Ja, stimmt. Notwendig. Meine Herren, ich habe noch einen Nerd-Beitrag. Es war am Samstag der Hackathon im TU Wien. DevFest. DevFest. War da jemand von euch? Nein. Ich kenne nur jemanden, der dort war. Aha. Nope. Gut, ich war auch nicht dort leider am Samstag. Aber es gibt einen sehr schönen digitalen Lebenbeitrag in Ö1, den man noch eine Woche lang nachhören kann. Mhm. Und ich war am Sonntag im Museumsquartier. Da war dann ein Hackathon im Museumsquartier, der sozusagen zum DevFest irgendwie dazugehört hat. Aber das war ohne Vorträge, das waren einfach nur Nerds, die an Tischen sitzen und schweigsam irgendwelche Projekte hacken. Und es gab dann aber, ich habe mir angeschaut, den Tisch mit den Gewinn-Goodies, die dann verteilt wurden an die Sieger sozusagen für die schönsten Projekte. Und das waren so Fernsteuerdrohnen, so schöne Hardware halt. Okay. Was hast du gehackt? Gar nichts. Ich bin dort hingegangen, nur um Leute zu treffen, habe Leute getroffen und dem auch die ganze Zeit mit Leuten getratscht. Also Social Engineering. Also. Also ich habe mich absolut nicht beteiligt, aber ich habe mich gefreut, dass die Veranstaltung gibt und ich habe auch einige Leute gekannt vom Samstag, war aber dann nicht dort. Aber ich wollte nur wissen, ob jemand von euch dort war. Mhm. Sonst bitte einfach in Ö1 Digital Leben hören über DevFest Vienna. Ja. Aber du warst auf der Comic-Con, oder? Ich war auf der Comic-Con, ja. Kommen wir zum... Ja, ich würde sagen, das ist doch hier alles ein fließender Übergang. Schön, ist ein fließender Übergang, genau, ja. Ja, Comic-Con, ich war dort. Und zwar kann ich berichten, dass das Ticket 30 Euro gekostet hat. Das Tagesticket? Das Tagesticket, du hast kein Stundenticket bekommen, aber es gibt einen Trick, den ich hier gleich weitergebe. Wenn man nach 2 Stunden genug gesehen hat, kann man mit dem... Also man tauscht das Ticket um gegen so ein Badge, das ist ein Kartal zum Umhängen. Mhm. Und mit dem kommst du problemlos rein und raus, das heißt, das kannst du dann auch irgendwem anderen schenken, der noch nicht dort war und der kann auch noch hineingehen. Okay, das... Ja. Und ja. Und sonst, was soll ich sagen, es war im Wiener Messegelände, es war eine von diesen Hallen, in einer zweiten Halle war aber nur die Garderobe. Und außerdem waren Vortragsräume und da fanden so Panels statt, wo dann irgendwie Schauspieler von Game of Thrones oder Dr. Wu halt für die Fans. Von anderen Comic-Cons. Ja, ja. Da haben sie denn auch nicht jemanden von Breaking Bad hergebracht? War so C-Prominenz neben euch aus ganz tollen amerikanischen Serien. C-Z-Promis aus. Okay. Neben sie haben halt versucht, dieses Comic-Con-Feeling aus Amerika reinzutun. Mhm. Und die haben sogar nochmal extra gekostet, wenn man dorthin wollte. Ah, das war nicht inkludiert? Nein, ich glaube Autogramme und diese Vorträge von den Schauspielern haben nochmal extra gekostet. Echt? Und zwar nicht gerade wenig. Also wegen dem Preis sind wir im Endeffekt nicht hingegangen, weil wir gesagt haben, okay, nee, das muss jetzt echt nicht. Ja.
Ich glaube, da muss halt der Typ dafür sein, dass der das gibt. Die Ausrichtung war jetzt, schätze ich mal, mehr amerikanisches Comic, als es ist keine Manga, große Manga-Abteilung, oder doch? Naja, es war, das ist jetzt nur mein Eindruck, ja. Ich war nach 1,5 Stunden fertig mit der Halle. Ja. Es war sehr kommerziell, das Ganze liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache, also es waren lauter halt Leute, die aus der Randgruppe Comic-Nerds und Cosplayer halt Geld machen und denen T-Shirts oder Star Wars devotionalen verkaufen. Und was mich eigentlich noch am meisten interessiert hat, waren lauter so kleine Tische, wo so noch nicht berühmte Comic-Künstler waren. Die haben zum Teil sehr kunstvolle Tische aufgebaut mit so dreidimensionalen Kartonage-Stockwerken und so einem kleinen Guckfenster, wo sie dann rausgeschaut haben. Also sie haben aus dem der Tischfläche so ein dreidimensionales System gebaut, um halt möglichst viel ihrer Werke auszustellen. Und die haben dann halt versucht, ihre zum Teil sehr professionell gemachten und schön gemachten Comicwerke oder Porträtzeichnungen oder so zu verkaufen. Aber da gab es halt wirklich sehr viele Tische und das, die große Masse ist an denen achtlos vorbeigeströmt zu den paar berühmten, wo man halt ganz lange Schlange stehen musste für ein Autogramm. Also ich als Laie habe jetzt nicht erkannt, warum die weniger berühmt waren als die anderen. Für mich hat das alles sehr toll ausgeschaut, aber ich bin ja kein Comic-Buff, also ich kenne mich da nicht so aus. Ich nehme an, man muss sich halt den Ruf auch erzeichnen. Oder Ja. Ich kann viel Marketing dazu. Das kannst du auch gar nicht sagen, jetzt gerade bei diesen Comic-Cons bin ich war das letzte Mal bei dir bei den Anime-Nights-Geschichten, aber sonst bin ich eigentlich auch nicht dort. Und sonst, es waren sehr viel Cosplayer. Also gefühlt jeder Vierte war irgendwie verkleidet und hat sich da gefreut, verkleidet herumlaufen zu dürfen. Es sind Leute extra von Kärnten oder von Deutschland hergekommen, um auf der Comic-Con zu sein. Also anscheinend ist das für gut Österreicher schon Anziehungspunkt. Ja. Und was gab es zu bewundern? Es war ein T-Fighter dort in Originalgröße. Dieses Star Wars Franchise, ja, okay. Und du konntest dich vor so Sturmtruppern fotografieren lassen. Und überhaupt, es gab so Orks, die so mit Äxten aufeinander gedroschen haben. Also es gab schon Schauwerte hier. Ja, also man hat was zum Sehen gehabt. Mhm. Und wenn man sich jetzt von, keine Ahnung, so spezielle T-Shirts halt oder spezielles Comic-Merchandising gebraucht hat, war man wahrscheinlich an der richtigen Adresse. Mhm, aber so Flohmarkt-Atmosphäre, so dass man jetzt so die Boxen hatte, reihenweise mit so Hefteln. Nein, da bist du besser bedient bei dem Comics-Tauschbörse Längenfeldgasse. Okay. Also das war überhaupt nicht. Mhm. Das war wirklich rein die kommerziellen oder die gerne groß werden Franchisen und solchen Sachen. Ich habe auch nicht mitgekriegt, was so ein Tisch für einen Zeichner gekostet hat, aber ich nehme an, die haben da schon zahlen müssen. Mhm. Also ich kann es nicht sagen, aus der Ehrgeiz dahinter. Ja, und was mir Leute erzählt haben, es gab eine riesige Hüpfburg, wo man halt von so weiter oben auf die Hüpfburg hüpfen konnte, auch im Kostüm. Keiner hat sich verletzt, hoffentlich. Ich hoffe nicht, man musste die Schuhe und spitze Gegenstände ausziehen, das ist nicht unangenehm. Ja, also wie soll ich sagen, so ein aufgeblasenes riesiges Luftpolster, mehrere Kubikmeter groß und von einer kleinen Trippe. Okay, man ist halt nur runter, nicht die ganze Zeit. Nein, du bist nicht gebettet. Da kann man sich als Superheld genau. Sozusagen. Ja, wahrscheinlich. Ja, genau, und dann haben auch wahrscheinlich alle gerufen, Superman! Und, nicht? Ja, nein, ich überlege gerade. Ja. Kennt man heutzutage fast nicht mehr, Superman. Da war der letzte Film so schlecht. Oh. Ja, stimmt. Man of Steel war wirklich nicht schön. Ja. Parallel dazu haben im Messegelände auch andere Ausstellungen, also Messen stattgefunden über Profifotografie und so. Okay, ja, das hast du dann auch noch angeschaut? Oder? Nein. Ja, aber so, okay. Oh, ja. Es war halt, man kann Messegelände besuchen. Irgendeinen Comic gefunden, dem du folgen wirst, den du lesen? Nein, also ich weiß ja noch nicht genau, warum ich hingegangen bin. Hauptsächlich, weil Freunde auch hingegangen sind. Ah, socializing. Wollte man das halt anschauen und hab's dann gesehen und war dann im Endeffekt, was mir... Weil es das Gegenteil von Open Source. Und wie war er verkleidet? Ich war gar nicht verkleidet. Ich ging als Horst. Es wollte sich auch niemand Horst mit mir fotografieren lassen. Ja, selber fotografiert. Ja, aber ist okay.
Ja, also ich weiß, was ist ja Comic-Con nur gekannt von diesen Big Bang Theorie oder so, oder von Videos, was man sieht. Und wie wir einmal auf der TU waren, das ja, war ja. Auch, das war halt die sind mir fast größer vorgekommen eigentlich. Die war auch ein bisschen anders ausgerichtet, glaube ich. Die war mehr so Community-mäßig. Hängt auch damit zusammen, dass die Anne-Night mittlerweile schon eine mehrjährige Tradition hat. Die konnten sich ihre Fanbase schon aufbauen. Ja. Also die sind riesig. Ja. Ich nehme auch an, so amerikanische Comic-Con mit ein paar tausend Leuten macht viel mehr Spaß als jetzt halt so eine relativ kleine Wiener Veranstaltung mit demselben Kommerz, durchkommerzialisiertes Ding. Im Endeffekt war so mein persönliches Gefühl, du bist dort der Fan. Und es gibt die Fans und die dich melden. Ja, sonst es ist nicht so, dass du da selber was zum Darstellen hast. Vielleicht ist es denen, die im Kostüm herumkrannt sind, anders gegangen. Vielleicht haben die sich mehr. Ja, also das Gefühl gehabt, sie können sich das selber einigen. Du bist aber geduldet. Ja, aber nicht das Schlimmste jetzt. Hören Sie bitte auch im Anschluss das Interview von Nördlich, also von einer Nerd-Webseite. Okay. Von Nördlich, die ist dort getroffen oder was? Nein. Ein Typ ist das, der macht eine Webseite, die heißt Nördlich. Nördlich, also Nördlich. Ja. Jetzt muss ich doch den Podcast hören. Was ist eigentlich in den Kartons drin? Tja, es wird immer spannender. Ich habe noch ein riesen Computerspiel zum sagen, aber sonst themenfrei. Vielleicht, jetzt habe ich gerade geredet, das ist ganz hier. Ist da was Nerdiges in den Kartons drin? Der Unboxing. Okay, dann machen wir das zum Schluss. Darf ich wenigstens mal reinschauen? Nein. Habt ihr nicht Rollplaying gemacht? Ja, ich habe eine App vergessen vorher. Ja. Da hat sich was. Also, App. Die Firma Car2Go, die da in Wien betreibt, ist die Möglichkeit, sich ein Auto schnell zu mieten, so einen Smart zu mieten, mit dem dann rumzufahren und dem dann in Wien wieder zurückzugehen. Ja. Die haben ihren Modus ziemlich geändert und das wundert mich und verstehe ich irgendwie nicht so ganz, warum die das so gemacht haben. Früher war es so, da hat man von ihnen eine Karte gekriegt, so Kreditkartengröße mit so irgendeinem NFC-Tag drinnen oder sowas in der Richtung. RFID, ja. NFC bedeutet, dass ein aktives Gerät noch zusätzlich nötig ist, wie ein Mobiltelefon. Das war auch in dem Sinn nötig, nämlich im Auto drin. Also man hat das, wenn man das die Karte... Ich meine auf beiden Seiten, also das Mobiltelefon und das Gerät, was dort ist NFC. NFC heißt Near Field Communication und RFID ist auch Near Field Communication. Mit dem Unterschied, dass das Gerät, welches sich sozusagen da angelegt wird, von dem anderen gespeist wird. Ja. Das ist dann RFID. Also zum Beispiel eine Karte ist dadurch RFID. Ja. Jedenfalls hat das ausgereicht, diese Karte dann ans Auto dran zu halten, um den Mietvertrag zu beginnen. Und bei der letzten Serie Autos haben sie das Thema abgeschafft. Jetzt muss man es per Smartphone aufsperren und auch am Schluss per Smartphone zusperren. Das heißt, du musst eine App installieren, damit du Auto fahren kannst? Ja, das heißt, erstens musst du ein Smartphone besitzen, zweitens musst du eine App installieren, dann musst du damit aufsperren, fahren und am Schluss musst du dann auch noch genug Akku haben, dass du es wieder zusperren kannst. Ich glaube, das gut schließt an dein voriges Thema, dass du ohne Smartphone kein Mensch mehr bist. Also ja, du wirst gesetzlich verpflichtet, dass du ein Smartphone besitzt. Ich denke, die einzige Einsparung, die sie haben können, ist, dass sie sich diesen Card-Reader damit im Auto ersparen, weil der ist folglich damit obsolet. Oder sie sind draufgekommen, dass es gehackt worden ist. Das könnte natürlich auch sein. Ja, das ist Wobei es gibt noch, also die alte Charge an Autos, bei denen funktioniert es noch. Mhm. Und man sieht auch auf der Webseite vorher, ob es so eine Art Auto ist oder so eine Art Auto. Mhm. Also wenn du kein Smartphone hast, kannst du dir dann raussuchen, welches Auto in welcher Entfernung noch für dich erträglich ist, um hinzulatschen und dir dort dann eins zu holen. Aber finde ich, ist keine Verbesserung. Also mir ist der Zugang mit der Karte eigentlich ganz gut gefallen. Weil das, wie gewusst, das wird funktionieren. Und ja, was man natürlich auch noch haben muss in der Situation, neben Smartphone und App, ist Internetverbindung zu dem Zeitpunkt. Weil sonst kann man die Daten natürlich nicht an deren Server übertragen, um das freizuschalten. Das heißt, wenn du gerade irgendwo schlechten Empfang hast oder dein Netzbetreiber gerade irgendein Problem hat, dann hast du auch ein Pech gehabt.
Also man ist immer mehr, nicht nur das Auto kann man, nicht nur, dass man sich nicht mehr ausweisen kann, man kann nun nicht mal mehr mit dem Auto wegfahren ohne dem Smartphone. Und auch nicht zurückgeben, das stört mich fast noch mehr. Ja, genau. Das heißt, du zahlst die ganze Zeit weiter, deine Zeit. Du hast das Auto offiziell nie zurückgegeben. Genau. Ich glaube, das Problem liegt tiefer. Du bist jetzt einfach nicht mehr in dem Alter, wo du werberelevante Zielgruppe bist. Danke, du bist sehr lieb zu mir. Das ist genau definiert. Das sind die 18 bis, wie geht das, 41-Jährigen oder so? Ja, die im Best Buyers Alter. Ach so, ja, alt seid ihr schon? Ja. Ja. Oh. Und jetzt bist du nur noch sehr. Ja, wir sehen nur so gut aus. Es gibt noch den Wiener Verein, also da bist du jetzt dann zielgruppenrelevant. Oder was. Wiener Verein. Und die Pensionistenvereine kommen. Genau, ja, ja. So. Hast du schon Anfragen bekommen? Mehrere. Ich bekomme noch immer im Kindergarten mein Essen. Wenn ich mich dort, wenn ich in den Kindergarten gehe. Ich habe Hunger. Man muss dazu sagen, der Dennis hat einen Bart. Aber der Witz auch. Das ist tatsächlich mal passiert. Da war ich in der sechsten Klasse, sind wir an einen Spielplatz, einen riesigen Spielplatz gegangen mit der Schule. Unsere ganze Klasse mit Lehrern, war ja ein Schulausflug. Mhm. Und da war ein Kindergarten an einem der freien Grillplätze. Also die haben sich den Grillplatz gemietet. Und die haben dort gegrillt und die Kinder von dem Kindergarten mussten sich alle anstellen, wenn sie was haben wollten. Also nacheinander bekam jeder sein Essen und sein Trinken. Und die Eltern waren es, die das halt gemacht haben, also das Essen und Trinken ausgegeben haben. Ja. Das heißt, sie kannten nicht alle Kinder. Ich war in der sechsten Klasse. Ich habe mich fürs Trinken und fürs Essen angestellt. Du hast was gekriegt. Ja, irgendwie war das Glück. Ein Klassenkamerad, der noch kleiner war als ich, hat tatsächlich nichts bekommen. Den haben sie, du gehörst nicht zu dem Kindergarten. Gut reingeschmuggelt. Ja. Ich hatte kein Interesse an dem Essen, ich wollte es nur machen. Und habe halt das, was ich zu trinken bekommen habe, ich getrunken. Und das Essen habe ich meinem Lehrer gesagt. Und der meinte nur, super. Aha, sehr pädagogisch formuliert. Ja, genau. Der wird es zu was bringen. Ich würde jetzt im Nachhinein sagen, er meinte damit, der wird mal Politiker. Entschuldigung allen Politikern, die ehrlich sind. Spiele? Spiele. Ihr habt Rollenspiele, schleppt ja schon seit mehreren Jahren. Ja, ja, dann machen wir das jetzt auch, oder? Mhm. Das wär doch nicht schlecht. Also... Ich habe nämlich mein derzeitiges, wir haben jetzt länger nicht gespielt, aus diversen Gründen ist jetzt die Gruppe nicht lange ausgegangen. Und seit längerem spielen wir, seit zwei Sessions spielen wir jetzt Call of Cthulhu, nennt sich das System. Das ist Pen and Paper. Das ist Pen and Paper, das heißt, man hat bis auf Bleistift, Würfel und Papier eigentlich nichts zur Hilfe. Im besten Fall, ich meine, heutzutage gibt es schon so hybride Lösungen, wo du deine Kampffelder irgendwie auf dem Flachbettmonitor blablabla. Es ist ein klassisches Pen-and-Paper-Spiel. Ihr habt es ohne Computer gespielt? Ohne Computerunterstützung. Rein. Keine elektronische Würfel-App-Tablet? Nicht einmal eine Würfel-App. Ja? Mhm. Es gibt sogar jetzt manche Leute, das ist schon die gefährliche Tendenz, die ihre eigenen Würfel mitbringen zur Spiele-Session. Also Würfel, schon, die eigenen so, Würfel. So sind die Anfänge der Pen and Paper Freaktums beginnen da, wenn man schon sein eigenes Säckelchen mit hat. Mit einem Samtbeutel und speziellen Lederwürfelhandschuhen. Das reicht, das fehlt noch. Ja, und dann richtig schön. Da müsste man noch haben, ja. Call of Cthulhu ist schon ein relativ altes System. Ich glaube, was ich gelesen habe, das ist schon so Ende der 80er ins Leben gerufen worden. Wir spielen es aber sicherlich, ich kann es jetzt nicht beschwören, aber diese Rollenspielsysteme werden nach einiger Zeit immer neu aufgelegt, Regeln vereinfacht, verändert oder so. Wir spielen sicher in einer späteren Auflage. Und Cthulhu, wem das nicht sagt, das ist einer der bösen Gottheiten, die so im H.P. Lovecraft-Universum existieren. H.P. Lovecraft ist so amerikanischer Horror-Autor, Horror-Fantasy.
Na, ich glaube. Okay, okay. Aber sollte man kennen als Nerd, sehr, sehr berühmte. Ja, richtig. Hat so, genau, 1890 bis 1937 hat er gelebt irgendwie. Und charakteristisch für seine Geschichten, habe ich mir sagen lassen, ich habe noch kein einziges Buch gelesen, sind einerseits eben Cthulhu, also das ist so ein Oktopus-Fischkopf-Gott irgendwie. Und dieses Fischthema, also so Fischmenschen und Unheimliches mit Fischen, er dürfte da so eine Phobie gehabt haben, das kommt öfters vor in seinen Büchern. Und auch so die einzelnen Geschichten, wenn, nicht, dass sie direkt verbunden sind, aber es kommen so Ortsnamen, gewisse Kreaturen, Arten und so immer wieder vor, sodass, glaube ich, also so wie es mir die Fans berichten, lebt man sich so richtig irgendwie so ins H.P. Lovecraft-Universum ein, wenn man sich da mal eingelebt hat. Und ja, wir haben eine Spielleiterin, die jetzt irgendwie so zwei Abende gemacht hat, also ein relativ kurzes Abenteuer, gemessen an manchen Abenteuern, die wir schon gespielt haben. Und wir waren ein bisschen eingerostet, weil, wie gesagt, seit längerer Zeit haben wir keine Session gehabt. Und was soll ich sagen? Es hat wunderbar funktioniert. Also es war eine sehr stimmungsvolle Geschichte. Das Setting war, wir sind so fünf Investigateure, also aus einem verschiedenen Hintergrund. Ich war zum Beispiel, glaube ich, wie habe ich geheißen? Peter van der Stöhm, irgendwie so ein Name. Ja, Ex-Polizist, jetzt Privatschnüffler und kann seine Kontakte spielen lassen oder so. Genau. Und das spielt in den 1920er Jahren in Amerika. Und zur Zeit der Prohibition. Das hat der Spielgruppe große Probleme bereitet, weil sie im Lokalen immer vergessen hat gehabt, dass Prohibition zu dieser Zeit herrscht. Sich dann immer alkoholische Getränke bestellen wollte in der Spielwelt. Das wurde aber von der Spielleiterin natürlich sofort unterbunden. Und das Grundsetting war so, wir haben einen geheimnisvollen Auftraggeber, der uns in seinem Villa empfängt, hinter einem Paravent, und der sagt, schaut dort nach, in diesem kleinen Kaff dort, wurde in einem kleinen Dorf, ist jemand umgebracht worden, und geht's dir mal nach. Mir scheint dieser Mord nicht ganz koscher, ich habe meine eigenen Gründe, mehr möchte ich eigentlich nicht verraten. Und da beginnt die Charakteristik des Spiels einzusetzen, weil es ist jetzt primär bei unserem Abenteuer nicht so gewesen, dass du wie bei manchen Fantasy-Abenteuern so in ein Dungeon gehst und dann kommt das Monster und dann tust du, ich nehme Knüppel plus 8 und ich schlage zu, sondern da musst du mal, da ist es mehr auf Dialog und Recherche. Das heißt, du hast am Anfang einmal so ein paar Orte vorgegeben, wie zum Beispiel die Polizeistation im nächsten größeren Dorf und dann das Dorf selber. Da gibt es dann Settings wie die Tankstelle, wo ein junger Künstler wohnt. Dann gibt es einen reichen Kunstmäzen, der sich aber kaum im Dorf blicken lässt, der aber immer die verrücktesten neuen Kunstwerke irgendwie an den Start bringt. Und dann gibt es eine Dorfkneipe, wo du sehr schrullige Persönlichkeiten triffst. Oder der Milchmann, der am Tatort war und darauf verrückt geworden ist. Das kann man schon mal sagen, verrückt werden ist ein gutes Stichwort. Das ist nämlich das, woran man gegen laufend ankämpft in Call of Cthulhu, verrückt wird, genau. Sanity Points ist das Konzept, ja. Und es beginnt schon so, dass zum Beispiel jemand von uns, wir waren gerade irgendwie beim Gerichtsmediziner und schauen eine Leiche an und der hat noch Fotos von dem Mord und jemand schaut halt unbedacht einfach die Fotos an, ja, kann er schon einmal rollen, wie viel von seiner geistigen Gesundheit verloren geht. Und aber sowas muss man sich halt immer wundern, wenn man in einen fremden Raum geht und man sieht auf einmal ein furchtbares Monster, das einem irgendwie Giftschleim entgegensprüht und so. Einerseits natürlich gesundheitlich, aber die geistige Gesundheit geht oftmals vorher drauf. Ja. Und der Plot, ich fand das relativ stimmungsvoll. Wir kommen dann halt so drauf, okay, es tauchen im Umkreis von diesem Kunstmäzen Kunstwerke auf von Leonardo da Vinci oder ein unveröffentlichtes Stück von Vivaldi. Aber gleichzeitig kommen wir drauf, dass diese Gemälde jetzt nicht vor Leonardos Zeit, sondern erst vor 5 Jahren oder so gemalt worden sein können. Wegen der Farbalter und so. Und ja, lange Rede, kurzer Schluss. Wir investigieren dann auf dessen Grundstück, steigen da mit Räuberleiter ganz schlecht ein und kommen drauf, dass dort in geheimen Labors dort ein Nekromant oder ein dunkler Zauberer am Werke ist, der die ganzen alten Künstler wieder auferstehen lässt. Ja. Die Spielleiterin hat eigentlich damit gerechnet, dass wir sagen, so, wir sind die Rechtschaffenden oder so. Unser ursprünglicher Plan war, wir übernehmen den Laden und lassen Leonardo da Vinci für uns weiterarbeiten.
Zeit, um eine Einnahmensquelle zu bekommen. Aber so weit ist es nicht gekommen, weil wir sind überrascht worden von dem Herrn dunklen Zauberer, der die alle herbeigezaubert hat. Und während ich noch irgendwie so anfangen wollte, das zu erklären, hat schon ein anderer Investigator, jemand aus der Rollenspielgruppe, gleich einmal mit Vorwürfen begonnen. Mit so, ja, und was können Sie uns zu dem Mord sagen oder so. Aber der dunkle Priester, dieser dunkle Zauberer natürlich sehr verwundert, weil wir waren auf seinem Grundstück, wir waren ja eigentlich der Einbrecher. Und bevor ich noch irgendwas sagend einwerfen konnte, hat schon die erste mit wahnsinnigem Würfelglück diesem dunklen Zauberer mit der speziellen Patrone in den Kopf geschossen. Ein anderer hat eine Magnesiumpackung ins entstandene Loch ins Kopf reingesteckt, das wurde angezündet. Es ist eigentlich ein schwerer Gegner, hat das Spiel gemeint. Aber wir hatten, wir hatten so viel Glück, dass wir diesen quasi Endboss innerhalb von wenigen Runden war, der nur noch eine blubbernde Blutlache. Das mussten wir den Kunstmäzen dann erklären, das war auch noch ein bisschen peinlich, aber im Grunde ist es gut ausgegangen, wir sind alle mit voller, also mit Gesundheit, gesundheitlich, also lebend rausgekommen. Weil bei einem älteren Spiel ist mir schon mal vorgekommen, da bin ich gestorben, bin ich verrückt geworden und an meinem Wahnsinn gestorben. Und dann hat mich die Spielleiterin, damit ich nicht alleine da sitze, irgendwie mit einem zweiten freundlichen Charakter wieder ins Spiel geschickt. Das wussten die anderen aber nicht, dass ich freundlich bin. Und ich konnte nicht mal Hallo sagen, haben die schon alle auf mich geschossen. Ich war schon zweimal gestorben an einem Abend sozusagen. Naja, alles in allem, wenn man auf diesem Art Setting steht, dann kann man das schon empfehlen. Besonders, weil die Geschichte ist jetzt so schön angelegt. Ich mag ja dieses Twin Peaks-artige Setting. Also ein Mystery. Kleines Dorf, Mystery, du investigierst, hast wenige Punkte, aber bist du eigentlich in so einem schönen kleinen Areal. Ja. Cool. Kann man erzählen, kann man empfehlen. Ja, und wie war denn Dungeons & Dragons? Ja, also seit ich hier mal gesagt habe, ich werde drüber reden, hatten wir schon zwei Sessions dazu. also wir haben absolut keine Ahnung von überhaupt von Tuten und Blasen gehabt. Also ihr seid eine wirklich frische Gruppe sozusagen. Ja, bis auf den Spielleiter. Der macht das, ist ein Amerikaner, der nach Österreich gezogen ist. Und er macht das halt. Und er hat auch die ganzen Bücher zu Dungeons and Dragons. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es da verschiedene Versionen. Wir haben jetzt Version 4. Okay. Und er hat alle Bücher, die es dazu gibt. Das heißt, also ihr seid jetzt nicht Advanced Dungeons and Dragons? Nee, sondern... Ihr seid jetzt ganz... Okay. Ja. Und die Würfel... es waren ganz viele Würfel und wir waren total erstaunt. Boah, es gibt 20-seitige Würfel. Ich kannte sie schon von dem Spielwarenhandel, wo ich mein Medimer kaufe. Damage Unlimited, dass es solche Würfel gibt. Aber ich habe sie noch nie gesehen, dass jemand die gekauft hat und benutzt hat. Okay, interessant. Das war nicht das erste Mal, dass wir Rollen gespielt haben, aber beim ersten Mal war es was völlig anderes. Da hat es einen Abend gereicht. Ja. Hat uns nicht so gut gefallen. Aber diesmal Dungeons & Dragons haben wir gesagt, okay, probieren wir nochmal mit damit. Und ja, beim ersten Abend sind wir noch nicht einmal zum Spielen gekommen, weil wir noch die Blätter ausgefüllt haben. Ja, das nimmt doch viel Zeit in Anspruch. Ja. Also da schummeln wir bei uns vor. Also allein schon am Namen dann, wir haben wirklich für jedes Detail, also ich nenne mich dann, ich habe mir gedacht, wie nenne ich mich denn? Ich bin ein Gnom-Magier. Also Moment, wie heißt es? Es gibt nämlich die Unterscheidung zwischen Sorcerer und Wizard. Und ich glaube, ich bin der Sorcerer. Der Wizard ist, glaube ich, der mit Mitteln arbeitet und der andere ist wirklich mit einem Stäbchen. Okay. Ich bin der mit dem Stäbchen, also ein Gnom-Magier, ziemlich klein. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wie nenne ich mich denn? Und dann bin ich drauf gekommen, ah, natürlich, David Kupferfeld. Was einfach die deutsche Übersetzung ist von, wie heißt du nochmal? David Kupferfeld. Ja, danke. Ich habe es schon wieder vergessen gehabt. Immer praktisch, wenn man so einen Übersetzer dabei hat. Ja, genau. Ja, also wir haben wirklich am ersten Tag nichts gemacht. Dann kam sowieso, eine ganze Zeit lang konnten wir nicht spielen. Und dann hatten wir den ersten Abend und dann haben wir eine neue Spielerin mit dabei gehabt plötzlich. Also bevor wir anfangen, noch eine neue Spielerin. Wow, toll. Mhm. Wir hatten nämlich ganz vergessen, dass wir neben Tank, Support, wir, also wir
waren ein Tank. Eine klassische Party, eine Fantasy ja. gestalten, ja. Ein Tank, zwei Supporter, glaube ich, sind wir. Okay, also zwei, die heilen können. Ja, nee, Moment. Einer, was, der einstecken kann, was zwei, bin ich die heilen denn? Können. Du bist ein Damage-Dealer wahrscheinlich. Ja, genau. Davon, wir waren zu zweit, die Damage-Dealer waren. Und wir hatten keinen Supporter. Okay, der Heiler hat euch gefehlt. Ja, und sie hat dann die Rolle übernommen und der Spielleiter hat sich verbarrikadiert hinter Kartons. Und sie hat sich schon vorbereitet, das war ganz nett, weil sonst hätten wir nochmal einen ganzen Abend ausgefüllt. Ja, wir haben angefangen zu spielen und die Geschichte ist so, dass wir erstmal gar nichts wussten, nur eine Spielerin von uns, ein Tank, wusste, worum es überhaupt geht, und zwar ein Necromancer. Once again. Ja. Lässt irgendwie Menschen wieder belebt Tote. Das ist ja auch der Prinzip bei Necromancern. Sie glaubt, also unsere andere Mitspielerin, glaubt an eine Göttin, die genau das Gegenteil zu diesem Gott ist, dem der Necromancer angehört. Okay, also und deswegen, Feind sozusagen. Wurde sie beauftragt dorthin. Ja, gibt also religiösen Hass. Mhm. Und deswegen sollen wir dort in den Norden reisen. Die anderen wussten es nicht. Und wir kommen als erstes an eine Gegend, wo Untote schon herrschen und sogenannte, weiß ich nochmal, die Mischung zwischen Drachen und Menschen. Draconier. Nee, Halbdrachen, ich glaube, sie ist Halbdrachen. Drachenblüter. Drachenblut. Aha. Okay. Irgend sowas, ja. Fantasy-schwach. Und sie ist dann, stößt gerade zu uns und möchte uns erstmal beobachten, was sind das für Leute, und Tag auch, so zusammen schon Schluss, und wir wurden dann als erstes in der Nacht dann überfallen von Hunden. Von untoten Hunden. Und ich bin natürlich auch... Wer klassischer Einsteiger-Gegner, der untote Hund. Ja, genau. Ja. Ich versuche noch auf einen Berg, auf einen Baum zu kraxeln, und schon liege ich auf dem Boden. Und mein Leben schwindet. Und ich habe es aber überlebt. Gut. Ich HP, was das anbelangt, bin ich ganz miserabel. Dafür kann ich ordentlich Schaden austeilen. Wir haben sogar diese Karten dazu. Das heißt, da stehen meine ganzen Fähigkeiten. Ah, okay. Das ist also Charakterblatt, welche, meinst du? Oder nee, ist noch was Zusätzliches? Die Fähigkeiten. So Karten, okay. Also Lightning Bolt heißt die. Ja, genau. Die deckst du dann so auf. Richtig, okay, ich sag nur den Namen und sag, was passiert. Sie glauben mir schon, dass ich recht habe. Ja, und wir überleben es natürlich. Dann kommen wir in ein Dorf, wo alle glauben, dass die Drachenblüter schuld sind, dass dort alle ausgeraubt worden sind. Das Dorf wurde stark dezimiert. Entweder sind sie weggezogen oder gestorben. Mhm. Und ein Haus war noch belebt. In der Nacht, übernachten dort. Allerdings zweigeteilt die Gruppe. Die eine Gruppe besteht aus mir und einer... Elfin übernachten bei denen zu Hause, und die bei einer anderen, weil es ja ein Drachenblüter ist, unter anderem in der Scheune, weil die dürfen den Menschen nicht zu Gesicht bekommen. Wie habt ihr das gemacht in Realität? Weil das ist bei uns dann immer das die Komplikade, wenn man getrennt ist, dann darf man ja auch nicht hören, was die anderen so spielen. Eigentlich. Ja, ja. Warst du so streng? Nee. Ja. Weil also wir haben es nicht so gelebt. Und das kann man auch gleich hinzufügen als Spielleiter oder so. Also wenn es nicht wirklich für den Plot essentiell ist, Gruppe trennen ist viel zu aufwendig, wirklich zu trennen. Ja, also was wir schon gemacht haben und haben gesagt, okay, diese Information ist für diese Person gerade nicht verfügbar. Das heißt, der Spieler weiß es, aber der Charakter nicht. Ja, also das haben wir dann schon getrennt. Das ist praktikabel so. Ja, und im Endeffekt haben wir uns unterhalten, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ja, mach doch das und das. Wir haben sozusagen in der Gruppe beraten, obwohl wir gar nicht gerade zusammenstanden. Das ist ihre Hoffnung. Ja, genau. Ja, also ganz praktisch, wie war der Spielfluss? Also war es so, dass einer
spielt und dem Rest ist Fahrt? Oder waren schon so immer alle irgendwie beteiligt? Wir waren so eine größere Gruppe da mit 5 Leuten oder so. Also bei dem Kampf, das war ja ein Kampf, da haben wir auch auf dem Blatt dann die Positionen und so weiter, da war keinem Fahrt. Aber später dann, als die eine dann loszog und beobachten sollte, weil sie war, glaube ich, ein Blaublüter, würde man sagen, also eine adlige Person. Und ich halt, sie ist halt als Diener sozusagen mitgezogen. Da war der Mann wahrscheinlich schon ein bisschen fader. Wir haben aber halt mitgeredet. Alle. Und ja, also es ging so. Aber sonst beim Spiel hast du sozusagen, wie beim typischen Brettspiel, hast du lange Phasen gehabt, bis du endlich wieder dran bist und was machen konntest? Oder hast du dich ständig so engagiert gefühlt? Oder hast du nebenher irgendwie so ein... Also das war noch die zweite Spielsession. Wir sind später noch in ein Dorf gekommen. Und im Dorf war es dann schon wesentlich interessanter. Wir hatten nämlich nicht einen einzigen Kampf, sondern wirklich so investigativ waren wir vor Ort und haben versucht herauszufinden, wer ist jetzt dieser Nekromancer? Und alle sagen, was? Den kennen wir. Aber das ist nur ein Dummkopf, also der ist völlig ungefährlich und sehr komisch jetzt. Wir müssen jetzt ein bisschen Detektivarbeit sozusagen machen. Und dort war es so, wir waren nur noch zu dritt, weil die eine Mitspielerin, die da war, das war dann plötzlich weg. Sie ist dann einfach nur weggezogen mit ein paar Leichen, um zu gucken, was das für Leichen sind. Haben wir uns unterhalten können und wir haben uns sozusagen in der Nacht aufgeteilt. Wir lagen alle in demselben Gasthaus. Und jeder hatte ein Drittel der Nacht und konnte was tun. Ihr habt es dann aufgeteilt. Ja, so ungefähr. Und auch meistens, wir sind immer nur zusammen überall hin. Genau. Ja, und die interessanten Sachen, das ist wirklich interessant beim Spielen. Ich habe mir nur gedacht, ja, ich bin eine ziemlich feige Person, was mein eigenes Gemüt anbelangt. Und das hat natürlich auf den Charakter, den ich spiele, abgefärbt. Ziemlich feige. Und was ist? Ich bin eigentlich ein super Dieb, ich bin ein super Blöffer, ich bin also wirklich das Böseste vom Bösen, was das anbelangt. Ich könnte also wirklich überall hinschleichen, also Stealth ist bei mir ziemlich hoch, ich kann überall hinschleichen und werde nicht entdeckt und so weiter. Und was mache ich? Ich rede mit den Leuten. Ah, oh Mann, bin ich aber blöd. Aber es ist auch so verführerisch. Reden ist ja das Lustigste, finde ich überhaupt. Ich rede wahnsinnig gern. Und dann unsere schlechteste Stealth-Spielerin, Tank, trappt dann mal eben in die Kirche, dort den Keller runter. Oh, hallo, jetzt bin ich gerade erwischt. Was für ein Zufall. Ja, was machen Sie denn hier? Und muss man erstmal kennen in dem Spiel, dass man selber sich verstecken kann, die eigenen Fähigkeiten ausnutzen und solche Sachen. Und das ist dann wirklich der Reiz des Spiels, die Fähigkeiten auch ausnutzen. Und ich bin halt so vorsichtig immer überall. Ich könnte ja angegriffen werden, auch in dem Dorf. Ich bin ja nicht sicher. Wir vermuten, dass die alle böse sind und doch gut, weil wir es nicht genau wissen. Also ja, es ist schon schwierig und spannend. Also wir wissen immer noch nicht, wieso ist der Nekromancer bei denen als Dummkopf angesehen? Ein paar sagen uns, der ist harmlos und dann bekommen wir aber auch gesagt, dass die anderen alle böse sind. Wem sollen wir jetzt glauben? Also, ist noch einiges. Du warst sowohl von der Story engagiert als auch vom Kämpfen. Ja, also das Kämpfen macht mir Spaß und ich dachte, investigatives Zeug. Dieses ganze D&D-System mit Zaubern und Rettungswurf und so war kompliziert zu erlernen oder? Ja, es ist sehr, sehr, sehr kompliziert und wir machen es so einfach wie möglich, dass wir überhaupt weiterkommen. Also ihr habt es ein bisschen runtergedimmt? Ja, wir unterhalten uns einfach mal so, obwohl die anderen gerade schlafen. Also. Ja, ich glaube, da ist, die weniger Strenge manchmal besser für den Spielfluss. Ja. Hattet ihr eine klassische Situation, wo sich die Gruppe nicht einig ist, wo ihr euch so festfahrt und euch zerstritten habt irgendwie? oder knapp vorm Zerstreiten, sodass der Spiel, da geht auch nichts im Spiel weiter manchmal? Jein, also wir hatten ganz am Anfang, als die eine dann halt uns entdeckt hat und gesagt hat, ich möchte mal wissen, wer das ist, war dann irgendwie ein Streitpunkt, weil irgendwie habe ich sie durch meinen Flächenschaden getroffen. Also ich habe einen Flächenschaden ausgeteilt auf die Gegner und sie stand halt auch dort gerade. Und dann habe ich gesagt, ja gut, okay, ist mir gerade wurscht, weil ich treffe wesentlich mehr Gegner. Okay, und dann war sie mir böse. Und dann habe ich gesagt, ja gut, okay, dann lass uns das jetzt auskämpfen.
und nehmen den Würfel und Würfel. Mhm. Und daraufhin, nein, nein, lassen wir nicht kämpfen. Also jetzt, aber wir hatten trotzdem eine Meinungsverschiedenheit. Also ja, es gibt es tatsächlich. Ja, ja. Also ich habe einmal als Spielleiter den Kardinalsfehler begangen. Das war meine erste Session, die ich geleitet habe. Das war das ein ganz trashiges System, Angel. Ein Ableger, Spin-off von Buffy, wurscht, gibt es auch als Rollenspielsystem. Mhm. Und die waren noch nicht mal aus dem Hauptquartier Auftraggeber draußen. Ja? Ich habe ihnen eigentlich nur Waffen mal gegeben, damit sie irgendwie ein bisschen schießen können. Und ich habe ihnen $50 Tankgeld gegeben. Ja? Und dann stehen sie eben in der Garage und müssen das Auto auftanken und hatten gemeinsam diese $50. Da ist nichts mehr weitergegangen, weil jeder wollte einen Anteil an diesen $50 und wer verwaltet das und jetzt können wir losfahren. Nein, ich setze mich schon ins Auto rein, ihr könnt ja gerne da draußen streiten. Es war wirklich, es ist dann wirklich total schwierig, manchmal auch, weil es dann so querläuft in der Gruppe, sich da auch einzuschreiben. Ein guter Rat, den man da vielleicht geben kann, ist so ein 0815, wenn die Gruppe nicht weitermacht, für irgendeine Bedrohung ein, die ein Zeitlimit einsetzt. Ja. Dann habe ich halt irgendwie die Hauptquartier-Security rausgeschickt, die schon böse schauen und die langsam wegstampert. Weil es ansonsten. Hast du situationsdynamisch reagiert? Und das hat auch unsere Spielleiterin so teilweise gemacht und das tut dem Pacing dann wirklich verdammt gut. Weil manchmal diskutiert man wirklich, weil manche verrennen sich in so Theorien und du kannst sie nicht mehr rausholen daraus und dann ist auf einmal Stillstand, obwohl es nicht sein müsste. Wegen dem Geld ist auch bei uns witzig, weil ich brauche ja nur meinen Zauberstab. Bist du Illusionist? Nein, ich kann Fiat Money. Als Illusionist sind wir dann auch aufgetreten, weil wir haben eine Barde dabei. Mhm. Und ich habe auch musikalische Fähigkeiten. Wie ich später dann drauf gekommen bin, steht bei mir nämlich Amateurmusiker, also Bardic. Ich weiß nicht mehr. Mhm. Und die andere ist total unmusikalisch. Und dann sind wir gemeinsam aufgetreten. Das Witzige ist nur, unsere unmusikalische Paladin, also unser Tank, hat dann nur sozusagen Rhythmus gespielt. Die Bardin hat wirklich musiziert. Und ich, obwohl ich musikalisch gewesen wäre, habe ein bisschen Lichteffekte gezaubert. Ja, ist auch nicht schlecht, so als Bühnentechniker. Ja, genau, richtig. Das kommt ganz gut an in dem Gasthof. Aber was ich sagen wollte, wegen Geld ist auch bei uns witzig. Unsere Bardin hat absolut kein Geld. Die hat nämlich alles ausgeben müssen für ihre Ausrüstung. Die ist pleite. Und ich brauchte nur meinen Zauberstab. Also von 100 Gold habe ich jetzt über 80 noch immer. Und unser Tank ist ja mittelmäßig. Und dann sage ich immer, ja gut, nimm du das Geld, das ist mir wurscht, weil ich mir denke, ich bin doch sowieso der Reichste hier. Also das ist immer ziemlich locker, was das Geld anbelangt. Ja, das ist, klingt nach Großzügigkeit vom Spielleiter nämlich aus, dass jemand sich Geld herzaubern kann. Ist schon. Nee, ich zauber mir kein Geld her. Nee, das ist nur das Geld, das wir wirklich... Du brauchst halt keine Rüstung, weil du... Ja, genau. Du brauchst diese Gegenstände her. Ja. Okay. Nee, das kann ich auch nicht. Das ist nur das Geld, was wir bekommen. Also wir haben am Anfang 100 Goldstücke bekommen und dafür musste ich für meine Ausrüstung ziemlich wenig investieren, während sie musste wirklich alles so dafür. So läuft es, du kannst das beim Ausgeben einsparen. Also ich kann mir nichts herzaubern oder sowas, geht leider nicht. Ja, das hat mich auch verwundert. Okay. Ja, genau. Und Fazit jetzt als Dungeon und Dragons Anfänger empfehlenswert oder sollte man mit einem leichteren System anfangen? Also ist es schon sehr fordernd, allein die Regeln. Also kommt man vor lauter Regeln überhaupt zum Spielen oder? Also Dungeons and Dragons ist eines der kompliziertesten, wurde mir gesagt. Aber wenn man sich sagt, okay, ich will direkt das richtig lernen, würde ich es empfehlen. Einfacher hatten wir vorher schon und das war nicht so spaßig. Also irgendwie, nee. Also die Komplexität wird dann schon umgesetzt in mehr Spaß und mehr Entscheidungsmöglichkeiten. Ich glaube, es lag in diesem Fall bei dem anderen einfach daran, dass es uninteressanter war. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, leider. Das andere Spiel. Okay. Ja, das andere. Es war nicht so uninteressant per se, sondern die Runde war irgendwie wohl vielleicht die falsche, ich weiß es nicht. Der Spielleiter war der Einzige, der alles Mögliche gespielt hat und wir anderen waren wirklich blutige Anfänger und wir haben, also gut, wir alles falsch gemacht.
Bei beiden Spielen. Okay. Und wir haben in beiden Fällen viel falsch gemacht und trotzdem Dungeons & Dragons ist trotzdem lustiger. Und du bleibst, würdest jetzt nochmal weiterspielen mit Dungeons & Dragons? Also wir müssen noch immer weiterspielen. Wir sind noch nicht fertig, ja. Okay, ja, jetzt machen wir richtig. Ja, cool. Also Cthulhu klingt auch interessant. Es kommen halt, kommen da überhaupt Kämpfe? Achso, kamen Kämpfe vor, ja. Ja, kommen dann schon Kämpfe vor. Also ein bisschen empfehle ich schon irgendwas, wo Kämpfe ein bisschen vorkommen. Du musst nicht überhand nehmen. Aber so eine Mischung aus beiden. Zwischendurch, ja. Weil die anderen Leute sind bei mir nur Damen und die fanden alle, oh, die letzte Runde, da kamen mir nur Kämpfe vor, hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Mir schon. Und jetzt kommt das Investigative, da fanden die beiden, wow, das war gar nicht so schlecht, das hat uns gefallen. Also das wird immer so viel besser. So ein bisschen Kampf und... Mischung Kampf und Story. Mhm. Ja. Kleiner Einwurf noch, es gibt aus deutschen Landen ein System, das heißt dungeonslayers.de und das ist ein Creative Commons lizenziertes Pen and Paper Roleplaying System. Mhm. Das habe ich meinen Neffen beigebracht und die spielen das sehr begeistert. Ah, sehr gut. Also, und auch beim, also ist gut, wenn man irgendwie Kinder ab einem gewissen Alter beschäftigen muss, also dass sie sich selber beschäftigen. Mhm. Was weiß ich, man ist mit denen auf einer Skihütte oder Berghütte, ist das ganz ideal, weil du eigentlich nur Papier und Bleistift und zwei Würfel brauchst. Ja, generell so Pen und Paper. Du kannst alles selber am Computer ausdrucken, ja. Das ganze Regelwerk und so. Mhm. Ist halt schön, weil es irgendwie so gegenseitig sich Geschichten erzählen, finde ich. Stefan, du lebst noch, oder? Ja, ich lebe. Okay. Ist das dir zu nerdig jetzt schon? Haben wir dich übernördet? Hat nichts mit Nerdig zu tun, das ist nur einfach nicht mein Kapitel. Ja, man merkt es ein bisschen. Hätte ich ehrlich gesagt auch vorher gesagt. Aber ich bin ja der Tolerator. Gute Überleitung. Knirschende Überleitung. Der Tolerator ist zufällig auch der Name des Programms. Von Thomas Maurer. Das ist von Thomas Maurer. Und ich spoile nichts, sondern ich sage nur, hingehen ist gut. Ja. Es wurde angespoilt im U1 im Contra. Kann das sein? Das kann gut sein, ja. Ja. Ist jetzt relativ aktuell und war im Stadtsaal. Stadtsaal, ja. Habe ich generell als Kabarett-Location sehr gern. Weil ich, wo ist der Stadtsaal? Der ist in der Maria-Hilfe-Straße, so mittendrin in der Fußgängerzone, okay. zwischen U-Bahn-Station und Neubaugasse und Ziegergasse, ungefähr jeweils gleich weit entfernt. Wirklich auch ein schöner Saal innen, den gibt es noch nicht allzu lange in Betrieb, ich glaube so 10 Jahre. Vorher war der nicht öffentlich genutzt. Mhm. Und man sitzt unglaublich bequem. Also das ist so, die nächste Reihe etwas höher als die Reihe davor und sehr viel Beinfreiheit. Also auch wenn man gern mit viel Platz sitzt, ist es sehr angenehm dort. Und Thomas Maurer war sehr gut, sehr zeitgemäß, kritisch. Ja, das hat er. Also auch seine ganzen Kombi-Programme mit dem Scheurer zusammen haben mir immer sehr gut gefallen. Er ist wirklich über die Jahre eine eigene schlaue, schnelle Bissigkeit entwickelt. Also ich mag den Maurer einfach generell als Typus. Also wenn das im Stadtsaal ist, sowieso ist er in meinem Revier sozusagen, das werde ich mir auch anschauen. Kleine Frage, tut jemand von euch überhaupt Fernsehen? Also offiziell österreichisches TV gucken? Ich kann das. Du kannst das. Zu den Wahlen. Ja. Ganz selten, ja. Na, weil ich habe aus Zufall bin ich irgendwie in die ORF-TV-Thek, da kann man im Internet eine Woche nachschauen, die Sendung, und bin ich gestoßen auf Altes Geld, glaube ich, heißt das. Okay. Und das ist so anscheinend der Nachfolger von Braunschlag, des österreichischen TV-Serie. Also ich habe Braunschlag noch nicht mal gesehen, jetzt gibt es einen Nachfolger. Ja, und jetzt habe ich nur eine Sendung geguckt, aber da war eine Szene, die hat mich so fasziniert und es waren wieder die gesamten, also die lauter gute österreichische Schauspieler, die man kennt halt. Mhm. Und ja, also da bin ich wirklich das, seit einem Jahr das erste Mal, dass ich mir denke, die könnte ich mir so kaufen, wenn sie als DVD komplett haben. Ja. Das war einfach so, um die Szene zu sagen, es war so der Commander, irgendein Unterwelt-King. Und der hat lauter so sehr schwere Hefenbrüder und Burschen halt vor sich aufgereiht und er hat so Hof gehalten und das hat geheißen Beichte. Er saß in so einem Verschlag und die Verbrecher haben zu ihm müssen und haben dann gebeichtet. Er hat gesagt, wie hast du den Commander enttäuscht? Und die haben dann halt ihre Sünden erzählt und er hat ihnen dann sehr individuelle Bußen auferlegt. Okay. Das war schon so super absurd. Was ist das Braunschlag und das? Braunschlag muss man gesehen haben.
österreichische österreichische TV-Serie. Wurde genau. jetzt nach Amerika verkauft und wird dort natürlich komplett neu gedreht, sodass sie nicht mehr erkennt. Was ist das? Also einfach, na so, wie soll man sagen, einfach ein Blick in die tiefe schwarze österreichische Seele, so Politik in der Provinz. Ah, okay. Also so richtig schönes österreichisches... Komödie, Satire, Stichschrift-Satire-Schwarz. Ja. Okay, also typisch das Fazit Drogen, ist nur, ja, nur weil du am Land lebst, ist dort die versehentlicher Mord. Hat ja kein Unbekannter geschrieben, oder? Das war ja von aus der Feder, von dem doch der, der Sendung ohne Namen geschrieben hat. Ich glaube, es hat mehrere berühmte Leute. Der Apotheker war das doch, ne? Wird er doch genannt. Sendung ohne Namen. Sendung ohne Namen, der Apotheker weiß ich nicht. Nein, der Apotheker ist doch vom Villacher Fasching, oder? Achso, oh gibt's auch noch? Okay. Wir haben nicht komplett aus dem Konzept gebracht. Aber du wolltest empfehlen, die Nachfolgeserie zu Braunschlag. Braunschlag und so ähnlich, also lauter österreichische Kabarettisten drinnen und gute Schauspieler. Und Serie heißt, wenn ich das richtig im Kopf habe, Altes Geld. Okay. Und ich war sehr beeindruckt von dem. Man kann es also über die ORF-DVD gucken. Ich hätte noch ein sehr nerdiges Spiel im Fantasy-Set. Ja, Jack zu Fantasy. Was ist eigentlich in den Kartons da drin? Ja, die sagen, machen wir jetzt noch. Ach ja, das sind ja noch die Kartons. Spiel? Okay, ich versuche es kurz zu machen, ihr bremst mich ein, ja. Für die, die jetzt die ganze Zeit auf die Kartons, die da stehen, warten, wie ich, erst nächste Zeit Woche. Nein, es liegt los. Wie, Zeit vorbei? Ja, mich eingebremst. Ja, genau. Okay. Die Firma Illwinter besteht aus zwei Leuten aus Schweden, die unter anderem die Dominions-Serie gemacht haben, haben eine Nebenspieleserie und die heißt Conquest of Elysium. Und da ist inzwischen der vierte Teil herausgekommen. Den ersten Teil kann man sich gratis downloaden, was ich aber nicht empfehle, weil er sogar mir, obwohl ich sehr großer Fan von denen bin, zu hässlich ist. Und dieses Conquest of Elysium 4 ist jetzt sozusagen die vierte Inkarnation, ist sehr, sehr spielbar. Meiner Meinung nach sogar zugänglicher als das Dominions 4. Mhm. Und ich bin, man muss dazu sagen, ich bin sehr großer Fanboy von der Dominions-Serie. Da kaufe ich jeden Teil umgeschaut. Und inzwischen wird auch erfolgen. Genau, ja. Und inzwischen kaufe ich jetzt auch jeden Conquest of Elysium-Teil umgeschaut. Mhm. Obwohl die das sozusagen das runtergedimmte, vereinfachte, gestreamlinete Spielprinzip ist, bin ich jetzt sehr, sehr angenehm überrascht davon. Okay. Und worum geht's? Das kann ja manchmal angenehm sein. Also es ist ja immer so eine Abwägung zwischen Fanbase, die Komplexität war, und neue User-Anspielungen. Also da wurde absichtlich Komplexität herausgenommen, was aber insgesamt trotzdem kein Abbruch. Es ist halt ein anderes Sinn von Spiel. Was ist das für ein Genre? Ich habe heute ziemlich den ganzen Tag damit vertrödelt, obwohl ich ganz viele andere Sachen machen wollte. Was ist das für ein Genre? Du siehst in der Draufsicht eine Fantasy-Karte aus hässlichen quadratischen Teilen mit handgepixelten Grafiken, also so Berge, okay. Dörfer, Städte, Sümpfe und so diverse Tiles. Kannst die zoomen und herumscrollen und auf dieser Karte, die natürlich am Anfang im Nebel des Krieges verborgen ist, die du erst nach und nach aufklären musst, siehst du noch einmal quadratische Sprites, wie zum Beispiel jetzt Speermänner oder Schlangen oder irgendwelche Monster, und die symbolisieren halt Armeen, und du beginnst als kleine Fraktion, die darfst du am Anfang aussuchen und musst halt alle anderen ausschalten. Das Ganze ist so ein bisschen wie Civilization in einem Fantasy-Setting, so ein bisschen, ja. Oder wenn man die Serie Master of Magic kennt, ein altes Microprose-Spiel, oder Age of Wonders. Also Fantasy, Strategie, Turn-Based. Das ist das. Turn-Based, ja. Wobei, ich habe es jetzt noch nicht Multiplayer gespielt, aber die Spiele sind von Illwinter sind alle so, dass es, wie heißt das, Turn-Based so ist, dass nicht einer nach dem anderen zieht, sondern du machst deinen Zug und dann werden die Ergebnisse ausgewürfelt. Also es gibt sozusagen eine Move-Phase und dann eine Combat-Phase. Das führt dazu, dass alle gleichzeitig ihren Zug an den Server schicken und der Server schickt dann die Ergebnisse. So schön, da kannst du dann so zuschauen, wie sie sich dann alles ineinander. Und wie ist es dann, wenn dann die beiden, wenn der eine an dem anderen vorbeizieht? Ja, da gibt es Regeln dafür, wie das dann gelöst ist. Okay. Aber da rede ich jetzt ein bisschen zu viel, weil ich es erst im Singleplayer gespielt habe. Das Spiel ist vor 4 Tagen rausgekommen. Und ich kann es sehr empfehlen, kostet 19 Euro oder so auf Steam, ist natürlich für Linux spielbar, sonst würde ich es ja gar nicht spielen. Und worum geht's? Also du suchst dir am Anfang, kannst du eine Map-Größe aussuchen, ein Historical Age, also ob die Map sehr in der Urzeit verhaftet ist oder schon so in der Renaissance oder im Mittelalter.
Und du suchst eine von mehreren Fraktionen aus und es gibt zum Beispiel eine Lovecraft-mäßige Version, ah, wo man so Necromanter ist, der aber mit Insanity zahlt, also je größere Ungeheuer er aus seiner Kerkerdimension hervorbeschwört, desto eher wird er dann insane und das wirkt sich auch aus, weil dann einige Spielzüge lang halt dein Hauptcharakter tut, was er will. Also der tut dann mit der Armee halt irgendwo in einen gefrorenen See reinlaufen, der aber dem nächsten Sohn dann taut und dann ertrinken sie alle und lauter so. Aber schön, dass er die Sanity auch reingebracht hat. Ja, das und sowohl die Sprites als auch das Spielkonzept ist halt sehr verwandt mit Dominions, mit der Dominions-Serie, aber es ist halt etwas anders. Und ja, man sucht sich seine Staatsfraktion aus, es gibt halt den Baron, der halt so klassisch mittelalterlich aus den Dörfern so Soldaten rekrutiert und dann mit so Belagerungsmaschinen und riesigen Armeen herumzieht, aber eher nicht so viel Magier hat und andere halt mehr magisch angehauchte Fraktionen, wie zum Beispiel die Hexe oder den Druiden, die im Wald lebt. Und es geht immer um Ressourcen, du musst Gold und Eisen abbauen aus Bergwerken und Gold aus Steuereinnahmen aus Städten und Dörfern, die du eroberst. Und die werden am Anfang von so kleinen Indies, also Independents, verteidigt. Das sind einfach so Monster, die ziehen halt eher zufällig herum, das heißt, wenn die so ein Dorf besetzen oder eine wertvolle Mine, kann es auch sein, dass irgendwann wegziehen und du kannst ohne Kampf dorthin gehen und musst halt ab und zu das dann wieder zurückerobern. Und es gibt natürlich die anderen Fraktionen vom Computer oder von einem menschlichen Mitspieler, die steuert, die sehr gezielt ihre Lieblingsressourcen zusammenklauben und mit diesen Ressourcen dann immer größere und stärkere Armeen zusammenbauen und dann halt so riesige, wirklich sehr gigantische Killer-Stacks bewegen sich dann halt über diese Landplan und wenn da zwei so Killer-Stacks aufeinandertreffen, also riesige Armeen mit mehreren Zauberern, mit hunderten Bogenschützen und mit dutzenden Frontkämpfern, dann dauert das halt auch einmal minutenlang, bis die sich alle bekämpft haben. Das Kampf siehst du auch in der Draufsicht und zwar wird jedes, eher so wie beim abstrakten Brettspiel, jede Armeeeinheit wird als kleines Blättchen dargestellt, also als quadratisches Blättchen mit einem Sprite-Symbol drauf. Und die bewegen sich halbwegs taktisch geschickt. Du kannst aber in die Armee nicht, also in den Kampf nicht mehr eingreifen. Du kannst nur rückspulen und das schneller oder langsam also anschauen. Und dann siehst du halt, wie so die Pfeile herum, also ein Bogenschützen-Einheit schießt dann halt auf irgendein anderes Monster, die sind auch unterschiedlich groß. Und wenn du Zauberer hast, tun die dann noch so Zaubersprüche abschießen, wo du aber auch nicht sehr viel Eingriffsmöglichkeit hast. Ich glaube, du kannst gewisse Zaubersprüche verbieten, weil die sind alles so, die viel Schaden machen, sind meistens ein bisschen ungezielt und tun dann auch die eigenen Leute verbrutzeln. Was halt, also du musst ein bisschen so, ja, es gibt Friendly Fire, ganz definitiv, ja. Ja, und gibt natürlich die klassischen Zauberersprüche, wie dass du einen Feind paralysierst, dass er nicht mehr tut oder sogar umdrehst, dass er dann für dich kämpft oder dass er flieht und so. Ja. Ja. Und das Schöne ist, obwohl also die Taktik sozusagen du wenig Eingriffsmöglichkeit hast bei der Taktik, ist es relativ gut funktionierend, das ganze Taktikgeschehen, weil wenn du Städte oder Burgen eroberst, haben die so eine Stadtmauer und von der Stadtmauer können halt die Einheiten runterschießen und also haben eine bessere Reichweite und Geschütz und so ein kleines Tor mit so einem Art Zwinger, das müssen die Feinde erst einmal kaputt machen, das Tor, und in der Zeit stauen sie sich halt vor dem Tor und können super beschossen werden. Und sie können natürlich auch oben versuchen, deine Leute von den Zinnen runterzuschießen, aber die sind besser geschützt. Und ab und zu, wenn du in einem Wald bist und von Banditen überrascht wirst, dann hast du halt nicht diese klassische Aufteilung, die einen links, die anderen rechts, sondern sind alle eher durcheinander und ja. Also sie haben da viel herausgeholt. Ja. Gibt es so Diplomatiekonzepte oder ist reiner? Im Multiplayer kannst du Message senden, schätze ich. Okay, aber es gibt es nicht so wie bei Civilization, das Handlungsvertrag oder gib mir deine Waffe und... Indirekt, du kannst beim Spielstart schon Allianzen bilden. Also du kannst ein Team machen, was weiß ich, ein Druide mit einem Necromancer gegen den Baron mit dem Enchanter oder so. Genau, das bleibt dann aber fix für das Spiel. Das bleibt dann fix, ja. Oder du kannst jeder gegen jeden und halt taktische Nicht-Angriffe Bündnisse machen, aber im Prinzip geht es darum, dass die anderen vernichtest und der einzige Überlebende bleibst. Und das Interessante daran ist, es gibt mehrere Ressourcen außer dem Gold und Eisen, was du aus Minen abbaust. Und zwar im Wald wachsen zum Beispiel Pilze und einige Fraktionen sammeln diese Pilze. Und für die sind diese Pilze wichtiger eigentlich als das Gold, mit dem es normale Truppen kaufst, weil mit den Pilzen können uns dann so Waldmonster beschwören. Und andere sammeln halt aus Ortschaften irgendwelche Blutopfer oder sonstige Sachen, die es von Ortschaften kriegen. Andere sammeln können eher aus Eisen was machen oder sammeln aus Minen. Und ich habe heute Nachmittag den Enchanter gespielt, der zieht sozusagen umweltvernichtend durch die Gegend und
er kann dann so ganze Bergwerke oder so spezielle Wälder abholzen und aus diesen Bergwerken dann riesige Golems machen, die natürlich saustark sind, aber die sich nicht regenerieren. Das heißt, also ich ziehe sozusagen eine Spur der Verwüstung hinter mir her. Ja. Und ich habe halt heute Nachmittag so einen epischen Kampf erlebt, wo mein Killer-Stack gegen einen anderen Killer-Stack angetreten ist, und das habe ich dann auch, obwohl es auf der schnellsten Geschwindigkeit war, hat das wirklich minutenlang gedauert, weil halt jede kleine Einheit da ihre Pfeile schießt und ihre Zauberer. Und ich muss sagen, ein böser Zauberer von mir hat mit mehreren so Flächenzaubern hunderte meiner eigenen Einheiten pulverisiert. Und ja, es war extrem spannend zu sehen. Also das, ja, und dann habe ich noch gesehen, das Spielfeld war so groß, also dass nicht einmal alle Einheiten am Bildschirm gepasst haben. Also der taktische Map hat gescrollt. Also ich habe nach rechts scrollen können, um zu sehen, wie viele Einheiten ich noch habe. Und er hat unendlich viele gehabt. Und es war bis zum letzten Moment spannend. Ich habe verloren. Das Ganze ist ein bisschen roguelike, weil nicht nur die Map ist zufalls ausgewürfelt, sondern es kann halt auch passieren, dass du ein Spiel startest und dann kommt ein Rudel Killergraben und tut deinen kleinen Startzauberer mit seinen paar Bogenschützen aufessen, und ja, das passiert halt. Also es ist auch unfair eingebaut, aber es ist trotzdem recht gut, weil es halt so verschiedene Rohstoffe gibt und verschiedene Playstyles und verschiedene Zaubersprüche. Also du kannst ein bisschen aufbauen, du kannst viel kämpfen, ja, kannst du hast ein Fantasy-Setting, das Ganze ist relativ und komplex. Und es ist sehr viel Widerspielbarkeit, weil jede Fraktion sich ein bisschen anders spielt und andere Tricks drauf hat. Und, ja, das klingt sehr begeistert. Gut. Conquest of Elysium 4. Von denselben Machern wie Dominion 4. Illwinter, ganz genau. Sind wir fertig mit dem? Bald. Ja, genau. Wie sind wir denn gerade mit der Zeit? 1:44. Jetzt vielleicht ist es Zeit für die Box. Jetzt bin ich auch schon. Ach, jetzt habe ich kein Interesse mehr. Also auf Wiedersehen. Du hast leere Schachteln mitgebracht, nur um uns zu ärgern. Nein. Was hast du da drinnen? Da gab es ja immer wieder so Gewinnspiele hier in diesem Umfeld. Du machst ja eine Biertaucher-Auslobung. Und ich habe mir gedacht, es wäre vielleicht nett, mal wieder was zu machen, weil ich will ja die anderen Leute auch kennenlernen, die in letzter Zeit da irgendwie nicht gekommen sind. Von früheren Zeiten oder auch neue Leute kennenlernen. Das heißt, wer das nächste Mal kommt, bekommt eine Schachtel. Und du sagst aber nicht, was in der Schachtel drinnen ist? Nein, es ist passend zur Jahreszeit. Jetzt ist es kalte Jahreszeit, wir haben Winter, da trinkt man gern heiße Getränke. Ich habe in meinen alten Beständen gekramt und auch einige Merchandising-Artikel gefunden. Das ist von meiner Firma Merchandising-Artikel, sprich ein Kaffee-Heferl oder ein Tee-Heferl. Also wer nächstes Mal in die Zypresse, Westbahnstraße 35a, 1070 Wien, um 19.30 Uhr am Dienstag kommt, bekommt vom Stefan eine Schachtel, und in der Schachtel ist ein Kaffee-Heferl drin. Mhm. Also wer noch nie hier war, und es gilt auch noch, wenn es wieder auf dem Unigelände ist, oder? Ja, aber nächstes Mal sind wir hier. Genau. Ja. Also sei kein Heferl, hol es dir. Okay. Ein Marketingpotenzial. Also wir vier gelten nicht, ne? Ich gilt nicht, weil das wäre fad, wenn ich mir selber was schenke. Ja. Du hast da schon was gekriegt, ich würde sagen, die zwei kriegen wir jetzt auch ein Hefer. So, weil mit heimnehmen will ich auch nichts. Ich habe ja schon. Und fürs nächste Mal habe ich wieder vier Hefer mit. Also wenn vier also Leute kommen, die ersten vier kriegen zum Podcast. Ja. Müssen auch also wirklich Podcast. Jeder. Die nächsten vier, sehr die kommen. Cool. Okay, danke. Darf man sagen, was am Heferl draufsteht? Darf natürlich sagen, weil es Werbung für mich ist, weil die Marke gibt es noch. Meine Firma heißt zwar nicht so, aber die Marke gibt es noch. Da steht drauf, mitten in AT. Mhm. Und unter dieser Marke entwickle ich Web-Applikationen in Ruby on Rails. Haha, habe sogar noch einen Marketing-Pitch hineingedrückt. Ja, tja, in dem Fall muss ich aus der als nächstes trinken. Genau. Geh jetzt auf die Milferstraße und lass mir einen Punsch einfüllen in ein eigenes Leben. Mitten in. Ja, genau. Hab bei der Herstellung dessen auch einiges gelernt. Also wer sich sowas einmal herstellen lassen will, das ist gar nicht so trivial. Weil nur wenn man ein Bild abgibt und bei so einem Shop und dann meint, dann wird das genauso drauf entstehen, dann ist das nicht so der Fall. Also der Druck wird dann tendenziell blasser als das ursprüngliche Bild, das man abgegeben hat. Bis auf das Schwarz. Das scheint wirklich schwarz. Das Schwarz ist wirklich schwarz und das funktioniert prima, aber das Rot ist ziemlich verblasst geworden. Mhm. Also ja, ich habe mir schon gedacht, muss man wesentlich satter sein in den Farben, als man ursprünglich denkt. Also kontrastreicher oder kontrastärmer?
Ich glaube, der Kontrast ist nicht das Thema, sondern die Sättigung. Genau, Entschuldigung. Ja, ich meine die Sättigung. Ja. So Leute, ich bin so stolz darauf, uns mal unter 2 Stunden geschafft zu haben. Ha? Ja, aber ich habe noch 5 Minuten Interview. Ah ja, genau. Dann müssen wir wirklich schlecht sein, weil es ist noch 47, da geht es noch trotzdem mit Interview noch unter 2 Stunden aus. Okay. Mal schauen. Okay. Na gut. Ja, das war wunderschön. Ich glaube, du bist heim, kann das sein? Oder hat jemand noch eine große Story? Dann können wir schon noch was machen. Du hast doch noch einige, oder? Ach ja. Theaterbesuche. Ich habe jetzt das ganz kurz. Wir haben die ganzen Theaterbesuche, aber die sind das nächste Mal auch noch gut. Ich bin froh, ich kann ein Thema wegschneiden. Mich würde das mit dem Tunguska so interessieren. Die Geheimakte Tunguska. Ja, okay, kennst du? Das ist das Point-and-Click-Adventure, ne? Das Point-and-Click-Adventure, ja. Das habe ich mir von meiner Italienreise gekauft, weil ich so auf die Schnelle, ich habe schon einige am Tablet, also ich spiele das unter Android teilweise, die Point-and-Click-Adventures. Ich wollte schnell was für die Reise haben und ich habe schon viele dieser Point-and-Click-Adventures gespielt, also Broken Sword und so die Klassiker, die halt teilweise so auch noch rausgekommen sind und so. Und das war eine Neuentwicklung und ich hatte schon beim Einkauf so ein schlechtes Bauchgefühl, weil es schaut vom Icon her, Apps nicht vom Icon her beurteilen. Ja. Aber ich habe so einen gewissen Blick dafür, weil Adventures sind anscheinend für den App Store von Google relativ verwandt von diesen Wimmelbildspielen. Kennt ihr das? Also findet 1000 Objekte und die heißen dann auch so das unheimliche Geisterhaus von Tesla oder keine Ahnung und sie versprechen dir ein Abenteuer, aber im Grunde bist du von Screen zu Screen nur beim Einklauben dieser Gegenstände. Und genauso ein Icon hatte auch die Geheimakte Tunguska, aber ich habe mir dann so, weiß nicht, ein halbes Review so durchgelesen und dann angeschaut, was das ist, von den Screenshots her und habe gesehen, okay, die Grafik ist hübsch und es dürfte anscheinend ein astreines Point-and-Click-Adventure sein. Wie ich dann später herausgefunden habe von einem deutschen Studio, Animation Arts and Fusion 4 hat mir nichts gesagt und mittlerweile ist die Geheimakte Tunguska jetzt auch kein alleinstehendes Spiel mehr, weil es gibt davon schon ein Spin-Off, die Geheimakte Sam Peter oder so, irgendwie in der Richtung heißt das. Und ich glaube, es gibt noch eine weitere Geheimakte. Ja. Und grafisch kann ich mal sagen, ist das Spiel von den Hintergründen her sehr hübsch gelungen. Von den Personen her habe ich ein bisschen das Problem, das sind halt so 3D gerenderte Personen. Und das ist nicht so hübsch, fügt sich nicht so schön im Hintergrund an. Ja. Und es hat ja auch manchmal bei Stay Forever, das war jetzt bei dem Spiel nicht so, aber oft neigen 3D-Modelle so überanimiert zu sein. Ja. Und dann hast du gefühlterweise so, als würde er sich durch so eine Zuckerwatte bewegen, so gebremst und Daumen braucht für alles immer so lang. Aber das muss man sagen, haben sie das ja relativ gut gepaced. Und du spielst eine Tochter von einem Forscher, der damals bei dem nach dem Ereignis Tunguska vom russischen Staat in das Gebiet geschickt wurde. Sagt euch Ereignis Tunguska überhaupt irgendetwas? Nein. Ja. Mir hat's irgendwas geklingelt, aber mir hat es nicht gesagt. Es hat 1908 eben in Tunguska in Russland stattgefunden. Man weiß, bis heute ranken sich die Mythen. Das ist ein bisschen die Area 51 von Russland, weil dort war ist etwas passiert und auf einmal gab es dort einen Krater und alle Bäume sind flach gelegen und es ranken sich. Und zwar in einem Riesenbereich sind die Bäume flach gelegen. Also wahrscheinlich ein Meteoriteneinschlag, die ganze Geschichte. Aber die Spur passt irgendwie nicht so ganz schlüssig. Also der müsste sehr flach reingekommen sein. Sie haben vor kurzem, glaube ich, in einem See haben sie irgendwas gefunden, das viel tiefer ist, als er vor dem Einschlag war auf dem alten Militärgarten. Wobei dann habe ich das eben wieder nur Vermutung, was ist es denn und so. Ja, es ist schon fast. Also man kann dann, also wenn man das ein bisschen nachliest und auf Wikipedia, da kriegt man ein bisschen einen stimmungsvollen Einstieg in die ganze Geschichte. Auf jeden Fall, man lebt in Berlin und ist eben diese Tochter von diesem Forscher, es ist schon Jahre vergangen und auf einmal wird der Vater entführt, wie es halt so dramatisch ist, und man fährt in dieses in seine Forschung, da arbeitet im Museum hin und untersucht den Tatort, trifft einen jungen Forscher, mit dem man sich anfreundet und dann spielt man teilweise eben mit ihr oder wahlweise mit diesem jungen Forscher oder das teilt sich eigentlich so klassisch Point-and-Click-mäßig, Koop-mäßig auf.
Und ich muss sagen, es ist einfach von den Dialogen her so geschrieben, dass es mich halt nicht mehr anspricht. Ich bin relativ jetzt schon mittlerweile, ich liebe Point-and-Click-Adventures, aber ich bin teilweise getäuscht von meiner eigenen Spielervergangenheit. Ich weiß nicht mehr, ob es mir wirklich, wirklich gefällt oder ob ich es nicht damals als C64er sowas gewünscht hätte, dass es damals gegeben hätte. Aber eigentlich, also da muss man sagen, also hier sind die Dialoge vielleicht für ein jüngeres Publikum einfach geschrieben. Also durchaus jetzt nicht zu blutig, durchaus auch nett und brav, aber eben nett und brav. Und das hat es dann für mich, bleibt es an der Oberfläche und macht nicht mehr so viel richtig Spaß. Das, ja, man muss halt sagen, Point-and-Click-Adventure, man sagt immer so einfach dahin, das ist für Tablets ja ideal. In Wirklichkeit, die ganzen Portierungen von älteren Point-and-Click-Adventures, jeder Klick kostet dich einen Move auf den Bildschirm. Und da haben sie es relativ gut gemacht, dass sie da wenig Klick brauchst. Das User-Interface ist gut gelöst. Man merkt allerdings auch, das User-Interface ist eher für kleinere Geräte gemacht. Das heißt, der Platz wird nicht wirklich ausgenutzt. Du hast ein relativ kleines Spielfeld und riesige Buttons, wo du dann hindrücken musst. Und was mich dann auch rausgeworfen hat, also ich versuche schon, ein Adventure-Spiel ist was Teuflisches, du spielst und spielst und dann hängst du. Und dann denkst du, ich würde so gerne mehr erfahren über diese Handlung. Aber sobald du nachschaust, ja, dann gibt es zwei Sachen. Es gibt entweder einen Fall, du schaust nach und sagst, da werde ich ja nie drauf kommen. Das ist ja, okay, das ist egal, weil da wäre ich in 100 Jahren nicht drauf gekommen, perfekt. Oder du liest, du denkst, das ist ureinfach, liest dann noch zwei Sätze weiter, spoilst dich dann und irgendwie nimmt die Motivationskurve dann ab, weil du denkst, ich habe es nicht aus eigener Kraft gelöst. Ja. Also das ist wirklich schön. Das Schöne ist ja, dass du ein Rätsel selber löst. Genau, richtig. Also du nimmst dir den Spielspaß dadurch. Und sie haben mich da rausgebracht, relativ am Anfang gibt es ein Rätsel, auf das ich eigentlich relativ schnell gekommen bin, aber das so eine strukturelle Problematik der Plausibilität, das kann man heutzutage, muss man Rätsel, glaube ich, ein bisschen anders gestalten. Einerseits, wie bei Monkey Island oder so, gab es Comic-Setting, da können die Rätsel ruhig abstruser sein, aber wenn du sowas Realistisches erzählst, also es gab zum Beispiel, du musstest in einem Haus jemanden abhören, ja, und du hattest vorm Haus eine Katze, du hattest ein Mobiltelefon, du hattest Dixo mit und das war es eigentlich, ja. Und die Tür hatte eine Katzenklappe. Ja? Ist für mich natürlich ganz klar, mit dem Handy vielleicht abhören oder so. Ja? Man nimmt das Smartphone, tut es an die Katze wickeln und dann schickt man die Katze rein. Bitte, wo funktioniert so etwas? Ich meine, da habe ich mir gedacht, das ist so eine Hanebüchene, nur dem Adventure genügende Logik, ja, was nur auch in diesen Spielen funktioniert, dass ich mir bei gewissen anderen Rätseln gedacht habe, na bitte, bevor ich jetzt irgendwie auf ein Katze und Dixo-Rätsel mich weiter wage, dann schaue ich nach. Deswegen habe ich dann am Ende, muss ich sagen, relativ mit Lösung gespielt und nicht so. Und was man ihnen zugute halten kann, sie haben die Hintergründe wirklich hübsch gemacht, das User-Interface ist gut, die Story ist nicht meins, zu Blockbuster, zu sehr an der Oberfläche. Und schade, weil im Abspann oder so beweisen sie, dass sie eigentlich noch relativ lustigen Humor haben. Aber das ist wirklich nicht im Spiel, sondern wirklich dann nur im Abspann content. Ja. Deswegen, ja. Fasermeteorit? Ha, das kann ich nicht sagen, was das war. Das ist doch bis heute. Ja, ich finde Point-and-Click-Adventure auch immer wahnsinnig gut, wenn sie lustig sind. Also Monkey Island, LucasArts, die sind auf lustig getrimmt. Und alle anderen, es gibt ja sehr gute, ernsthafte, wie zum Beispiel von Daedalic, eins der ersten, nach Edna bricht aus, wo es um den Black Untergang Hero. Der Menschheit geht. Nicht Gebiet Gabriel Knight, nicht? Nee. Wo es um den Untergang der Menschheit im Endeffekt geht durch Umweltzerstörung. Okay. Ziemlich gut gemacht, aber dadurch, dass da kein Humor vorkam, fand ich es nicht mehr so toll. Daedalic ist da ziemlich gut drin. Das ist ziemlich schön. Humor, also Edna bricht aus und Harvest neue Augen sind wirklich sehr schön. Ja, vielleicht muss man auch heutzutage mischen. Man kann heute den Klick, glaube ich, weiterentwickeln und es tut sich ja auch einiges. Also auf der erzählerischen Weise sieht man so Telltale Games, wobei die das Problem haben, da gibt es überhaupt keine Rätsel mehr. Das ist vielleicht das andere Extrem, will man auch nicht. Das ist aber eigentlich was anderes. Ja, genau, aber man könnte in die Richtung weiterdenken. So. Das war's auch schon. Du bist, glaube ich, auch, oder? Machen wir noch was? Es kommt noch das Interview mit dem Nördlich. Genau. Viel Spaß daran. Und sonst, Sie sehen uns nächsten Dienstag um 19.30 Uhr in der Zypresse, Westbahnstraße 35a, beim Garib in der Zypresse, 1070 Wien. Und es gibt vom Stefan Heferln. Ja. Yep.
Und ich grüße noch den Max, unseren neuen Hörer. Ich bin gespannt, ob er bis hier zum Schluss gehört. Congrats, wenn ja. Also, ciao. Tschüss. Grüß euch. Ciao. Danke für den Zettel. Comic-Con, circa, was ist heute, 24. November, irgendwas? 21. 2015, Messehalle Prater. Ich spreche mit Patrick und er erzählt über seine Nerdseite nerdlich.com. Nerdlich.org. Und zwar sind wir ein privates Projekt und schreiben täglich News über Games, Brettspiele, Convention-Berichte, Guides gibt es bei uns, wir haben Rezensionen über Comics, wir haben Spielberichte. Also alles, was einem Nerd Spaß macht. Genau, also wirklich alles. Also ich finde jetzt... Ihr schreibt es auf Deutsch. Wir schreiben auf Deutsch, ja. Und wir haben auch regelmäßig Gewinnspiele, bei uns gibt es coole Sachen zu gewinnen. Mhm. Ja. Und du hast einen Verein, der dahinter steht oder eine Firma oder wie? Nein, also wir sind komplett, wir deklarieren uns als Privatblog. Ja. Und ja, funktioniert ganz gut, wir haben 13 fleißige Mitarbeiter, die das alles auch freiberuflich machen. Also die sind schon zufrieden, wenn sie mal ein Muster oder ein Rezensionsexemplar behalten dürfen. Okay, ja. Aber liefern halt auch wirklich qualitativ ganz guten Content, den wir unseren Usern anbieten. Vom Internet oder von der Gemeinschaft sucht ihr derzeit was Spezielles? Also Leute, die für euch von einer Convention berichten? Oder genau. Seid ihr eher daran interessiert an, keine Ahnung, Leute, die Werbeanzeigen schalten bei euch oder einfach nur... Also wir sind aktuell, also wir sind eigentlich immer auf der Suche nach neuen motivierten Redakteuren. Und aktuell probieren wir auch in den Bereich Cosplay und Anime ein bisschen reinzukommen, weil er natürlich auch sehr nerdig ist. Und da suchen wir aktuell wirklich ambitionierte Redakteure. Und ich höre bei dir heraus, du findest, Nerd ist jetzt nicht so ein Außenseiter. Nein, nicht mehr. Sondern also, du findest, das ist schon. Im Gegenteil, es ist cool, mittlerweile schon so gesellschaftsfähig geworden. Also ich kann mich selber noch erinnern, als Kind bin ich mit Comic in der Hand in der Schule ausgelacht worden. Ja. Heute kannst du mit einem Comic im Bus sitzen und keiner schaut dich jetzt großartig blöd an. Also es ist mittlerweile sehr gesellschaftsfähig geworden, ja. Okay, ja. Und hast du ein spezielles Ziel mit der Webseite, was du erreichen möchtest? Also ist das kommerziell oder möchtest du der Mr. Nerd in Wien werden? Oder? Nein, also Mr. Nerd in Wien will ich nicht werden, aber ich will natürlich mehr Partner gewinnen für die Webseite, dass wir mehr Anzeigen schalten können, aber die natürlich auch zu uns passen. Also ich mache jetzt keine schlichte Casino, Online-Casino-Werbung oder so, sondern es muss wirklich zu uns passen. Mhm. Und macht ihr selber ab und zu, also organisiert ihr irgendwas für eure Leser? Also irgendwelche, gibt es Community-Treffen oder macht ihr Ausflüge zu irgendwelchen großen Veranstaltungen gemeinsam oder so? Busfahrten organisiert oder so? Ist geplant. Also aktuell schicken wir unsere Redakteure zu verschiedenen Conventions. Aber wir planen natürlich auch viel mehr mit der Community zu machen. Dafür haben wir auch ein Community-Forum, wo sich die User dann miteinander unterhalten können und uns Feedback geben können. Aber ja, sowas in der Art planen wir natürlich. Uns gibt es erst seit 2013, also wir sind noch sehr jung und gerade sehr aufstrebend. Es funktioniert alles tadellos bei uns. Und sagst noch einmal die URL an für Leute, die jetzt erst rein. www.nerdlich.org und Nerd mit N-E-R-D natürlich geschrieben. Okay, ja. Was war die Motivation, dass du die Seite machst? Warst du nicht zufrieden mit dem derzeitigen Angebot der Unterhaltungsindustrie? Also, dadurch, dass ich selber ein sehr breites Spektrum an Interessensgebieten habe, hat mir eine Seite gefehlt, die mehrere Bereiche abdeckt. Mhm. Also es gibt 100.000 Gaming-Plattformen, es gibt genügend Boardgame-Seiten. Und Nerdtum in seiner gesamten Interessensbreite wird nur bei dir abgedeckt. Und ich habe überraschend schnell viele interessierte Leute und Redakteure gefunden, die das auch mitmachen wollten. Und demnach steht jetzt nerdlich.org seit 2013 und erfreut sich großer Beliebtheit eigentlich. Ja. Okay, ich hoffe, du kriegst ein paar mehr Leser. Ja, hoffe ich auch. Okay. Danke. Gerne.